Okidoki. Let's start. Kevin? Ach so, ich. Hallo? Ja. Wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zur Ehrenrunde für den, ich muss immer überlegen, weil wir vorher, für den Monat Mai. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit, wo wir viele Dinge nicht dürfen, wo man nicht raus darf, nicht essen gehen darf und alles weitere. Und deswegen wollen wir unsere Entspannung in Spielen suchen. Wir wollen unser Glück in Spielen finden und werden nach dem wir unser übliches Vorgeplänkel hinter uns bringen werden, über Feelgood-Spiele sprechen. Aber wie gesagt, bevor wir das tun, begrüße ich meine Gäste, hätte ich beinahe gesagt, nein, meine Mit-Podcaster, den guten Oliver. Tag zusammen. Und den guten Florian. Ja, moin. Ich wollte erst Florian zuerst nennen, aber der rollte so aus dem Stuhl durch die Gegend und suchte irgendwas, was ich dachte, der passt nicht auf. Und ich passe immer auf, ich bin immer, immer mit dabei. Okay. Mittendrin stand nur dabei. So, wir wollten drüber sprechen, was wir gezockt haben. Ja, ne? Wie geht's euch denn, meine lieben Podcasterinnen? Ja, ich bin arschmüde, aber sonst eigentlich okay. Ja, ich wieso kommt das? Es ist doch früh morgens hier. Das wäre ja, deswegen ja. Also ich kann nur sagen, ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, vier von fünf Nächten oder ich glaube die komplette Woche keine Nacht durchgeschlafen und ich weiß nicht warum. Das zieht sich dann natürlich so, wenn man dann trotzdem zur normaler Zeit ins Bett geht. Deswegen ja, bin aber ich im Alter braucht man nicht so viel Schlaf, Kevin. Das ist normal. Deswegen brauche ich noch locker 10 Stunden mehr als du, weil ich bin ja erst 20. Ich wollte sagen, also wie viel Stunden brauchst du denn? Das würde mich mal interessieren, Kevin. Wie viel brauchst du? Mehr als ich schlafe. Also ich gehe immer so kurz nach 10 oder Viertel nach 10 ungefähr ins Bett und stehe Viertel vor 5. Zwischen 4:05 und 5 auf. Also laut Wecker sind 6,5, bis du wirklich schläfst, lass es halt so 6 sein. Okay. 6,15. Das ist wie bei mir. Ich habe auch 6 Stunden, 6,15 manchmal, aber mehr als 6, also nicht viel mehr als 6 ja, aber habe ich auch nicht. Entweder reicht es nicht oder ich habe halt eine Theorie und das hatte ich auch ein Jahr noch nicht gelegt. Ich könnte mit der Zeit auskommen, aber es macht bei mir einen Unterschied, ob ich von 10 bis 5 schlafe, also 22 Uhr bis 5, oder ob ich von 1 Uhr bis 7 Uhr schlafe. Ich weiß nicht warum. Das macht einen Unterschied. Das war mir auch so. Ja, ja. Aber da Florian? Freut sich mein Chef nicht, ja, wenn ich immer erst um 8 erscheine. Hast du Gleitzeit, oder? Nein, eben nicht. Deswegen wäre er nicht so erfreut, wenn ich immer irgendwann komme. Okay. Florian, wie viele Stunden brauchst du denn so? Um also ich schlafe mindestens 7 Stunden und brauche dann im Wachzustand aber trotzdem noch so meine 3 bis 3,5 Stunden, um ansprechbar zu sein. Boah, heftig, ne? Also so, ich bin ja so manchmal um 8, manchmal um 9 auf der Arbeit, meistens eher so um 8:30, 9. Und dann so ab 11 kann man mal versuchen, mich anzusprechen. Davor geht nix. Als Führungskraft immer besonders gut. Ja, Büro zu und alles ist gut. Aber irgendwann wissen die Leute das auch. Dann wissen die, dann kommen die an, die, weißt du, die stehen ja alle sehr früh auf und müssen ja schon um 6.30 Uhr anfangen und dann sind die völlig im Saft gerade, so wenn ich zur Arbeit komme, sind die schon quasi fast in der Mittagspause und total fit und wach und dann kommen sie und dann sehen sie schon, ach nee, den spreche ich in 2 Stunden erst wieder an. Dann ist alles gut. Mhm. Wie war das noch, seitdem meine Kollegen wissen, dass sie mich vom ersten Kaffee nicht ansprechen sollen, trinke ich meinen ersten Kaffee um 17 Uhr. Tja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, also es ist einfach, ich wäre, glaube ich, der ideale Nachtdienstmensch. Ich habe ja auch öfter mal Nachtdienst gemacht, da habe ich gar kein Problem mit gehabt. Man verpasst halt nur irgendwie das Leben, das ist dann so ein bisschen schade. Ja, also wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Verpasst ja, du ja stimmt. Nichts. Obwohl, darfst du denn zur Arbeit, wenn, weil du, gibt ja Ausgangssperren, also zumindest irgendwie in unserem Landkreis jetzt. Ja, darfst du, ja, ja, klar. Ja, also wir hatten ja schon Ausgangssperre vor 3 Wochen oder so. Das war ein bisschen nervig. Selbst in den Firmenautos, unser Nachtdienst wurde andauernd angehalten. Das nervt ein bisschen ab, weil das, du hast ja einen Zeitplan, nach dem du fahren musst.
Und ja, wenn du dann alle 20 Minuten von der Streife angehalten wirst, obwohl du im Firmenauto unterwegs bist, nachts, und dann auch in einer bestimmten Branche, wo man, ich sag mal, wo es sehr realistisch ist, dass sie unterwegs sind und nicht jetzt Malerei, irgendwas. Ja, es war ein bisschen nervig. Da finde ich, müsste man irgendwie eine Lösung finden, dass du irgendeinen Schein kriegst oder so, dass du heute Nacht schon Hast du keinen kontrolliert von der wurdest oder Firma so. oder so? Nein, wir haben ein Schreiben von der Firma, wo drin Ja. steht, dass man gerade im Dienst ist und im Schichtdienst arbeitet. Wir haben Dienstausweise Aber es müsste reichen und dann eigentlich, ist oder? in Ordnung. Dann hast du ja notfalls noch Ja. deinen aktuellen Plan mit dabei, wo drauf steht, dass du heute arbeitest mit den Uhrzeiten. Aber was ich meine ist, du wirst jetzt meinetwegen es ist ja um 22 Uhr Ausgangssperre, so. Du wirst um 11 kontrolliert, dass Ja. die Polizei dir dann einen Schein ausstellt, den du dann einfach nur quasi aus dem Fenster halten musst oder so, wenn dich nochmal einer Das anhalten will. Wenn du zum Beispiel aktiven Nachtdienst hast, damit du eben halt nicht alle 2 Stunden denn da erstmal 10 Minuten ja, aufgehalten klar. wirst. Das ist super nervig, aber ja. Also wir haben Schein bekommen, auch von Arbeitgeber, aber wir hatten das noch nicht. Bei uns geht es ja erst am Montag los. Bei uns ist ab morgen, also nee, Entschuldigung, ab jetzt 0 Uhr ist bei uns Ausgangssperre schon wieder. Okay. Naja, ich muss Montag erst arbeiten. Vielleicht ist es jetzt bei uns auch schon, aber ich muss Montag ja erst arbeiten. Das ist doch an die Werte gekoppelt. Wenn 3 Tage hintereinander über 100 ist, ist Ausgangssperre. Ja, also hier in Hildesheim ist es nicht so, wir sind unter 100, aber ich fahre ja nach Hannover und da ist über 100 schon seit Monaten eigentlich. Das heißt, sobald ich Region Hannover berühre, oder hineinfahre, könnte ich angehalten werden, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Also, Ich möchte jetzt ja außer. mal wissen, also eigentlich diskutiere ich ja nicht so gerne ausgiebig über das Thema, aber wo da der Sinn sein soll. Tagsüber ist das okay, dass die Leute in Großraumbüros zur Arbeit hier, zur Arbeit da, in der Bahn sitzen, Naja. Taxi fahren, sich halt begegnen, aber nachts darfst du nicht raus, weil da ja bekanntlich Massen an Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Ich glaube, das liegt daran, weil sie die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein bisschen zurückhalten wollen, die Also sollen, gerade also die die sollen sich nicht sich ranhalten. treffen. Also nicht nur die, das ist jetzt, ich Ja. sag mal, gerade Wochenende, da ist das ja schon so, auch trotz Beschränkungen und so weiter, dass dann mal ein, zwei Leute zusammensitzen und einen trinken in Ruhe und Wochenende machen und so weiter. Da muss man sich nichts vormachen. Und das unterbindest du damit natürlich, ne? Ja. Da besuchen dann am Wochenende die Leute sich doch dann weniger. Und gerade auch in Verbindung mit Alkohol, weißt du selber, aus vielleicht noch früheren Zeiten mit Disco-Besuchen und so weiter, wenn die Leute dann einen getrunken haben, wird die Aussprache auch feuchter und so weiter. Das heißt, das Risiko durch diese, ja, ich nenne es mal Unvorsichtigkeit und diese lockere Stimmung steigt dann natürlich auch, ne? Aber Naja, ja, ich klar. denke, das hat auch einfach was damit zu tun, wie gesagt, dass sie dann nicht so viel saufen sollen. Aber ich glaube, für die Leute, die jetzt hier zuhören, ist das Thema, glaube ich, wie für alle Ja, es anderen. hängt auch noch zum Hals raus. Was habt ihr denn so Ja. gezockt? Die Frage In war ja, letzter wie es Zeit. euch geht, ansonsten, Ja, abgesehen, dass ihr geil, wenig super geschlafen geil, super habt. geil einfach nur. Was habt ihr so gezockt in letzter Zeit? Mir geht's auch gut, Dankeschön. Ja. Schön. Ja, also mir geht's eigentlich, also mal abgesehen davon, dass ich müde bin, ja, auch erstaunlich gut. Stelle ich so fest, so die letzte Zeit. Aber Schön. ich glaube, das ist, ich Ja. glaube, ich glaube, ich. Sage ich das hier? Ja, komm, ich sag's hier. Ich finde mich damit ab so langsam, dass ich nicht zu YouTube zurückkehren werde und es mir deswegen, mir damit gut geht. Ich verschwende keinen Gedanken an Aufnehmen, Video schneiden, habe ich keine Lust mehr zu, muss ich zugeben. Ich finde mich nicht damit ab, denn das nervt mich, dass keine Videos kommen. Ja, wenn das jetzt. Von dir oder von Kevin? Was? Was nervt dich, dass von dir keine kommen oder von Kevin? Na, von mir, also die Leute sind das ja schon gewohnt. Nein, ich meine bei Kevin. Weil gerade jetzt Sind auch auch, wenn schon wir gleich gewohnt. mal wieder hören, was ich so gespielt habe, dann wird man feststellen, ich hätte jetzt eigentlich ganz gut Zeit, um meine liebsten Kanäle zu gucken. Aber auf vielen meiner liebsten Kanäle, Pono 2K, Fishies World, kommt nichts. Und dann, ja, ist das ein bisschen schade. Ja. Ja, bei mir, ich habe ein 40-Minuten-Video rausgebracht. Das war jetzt auch schon wieder 1,5 Monate her, aber immerhin. Wer das noch nicht gesehen hat, Leute, schaut Weiß euch gar nicht das mehr, mal was an. das war. Ist schon so lange her. Meine Top-Spiele. Habe ich das verpasst irgendwie?
Oder habe ich die schon deabonniert? Wahrscheinlich hast du mich schon gelöscht Nein, oder habe so. ich nicht, aber ich habe es wahrscheinlich echt nicht gesehen. Du hast gesehen, boah, Alter, 45 Minuten, Florian, Geht ey, gar nicht, ne, ja. lass mal stecken. Nö, ich habe nichts gegen so lange. Deswegen gucke ich auch gerne Mirko, Ja, aber weil Mirko ist ja ich mag ein lange. Talent vor dem Herrn, was Unterhaltung über längere Strecken angeht. Das Ah, hier die Top, ne? Top 11 Videospiele. genau. Top, die Top, kamen ne? zwar sehr Top. spät, aber dadurch, dass meine Liste nicht so die typische Liste ist, zumindest bei vielen Titeln, habe ich gedacht, hau ich das ja trotzdem noch mal raus. Und ja, kam doch ganz gut an, und da waren ein paar Titel bei, die der ein oder andere nicht so auf dem Schirm hatte. Das ist dann ja die Hauptsache. Ne? Es ist schon 2,5 Monate her übrigens. Na, das war dieses Jahr, also. Ja, und? Wir haben doch erst Februar, Ey. oder? Ich weiß es Zweite nicht. hast du das aufgenommen. Echt? Ja. Ach krass, so lange schon. Ich sehe es hier noch. Ah, kannst mal sehen. Naja gut, man muss ja auch dazu sagen, durch Nachwuchs zu Hause und so weiter war ein bisschen Action, ne, im März. Von daher kann man mir Da das, hast du noch glaube ich, lange mal Haare gehabt bei dem verzeihen. Video. Ach, hast du immer noch. Naja, gut. Aber der Bart war ab. Lange Haare, da hatte ich noch meine 70er-Jahre-Mähne. Ja. Damals, wisst ihr noch, als ihr noch jung und schön war. Oh Also ich nie, Mann, ey. aber. Aber gut, aber ich sag mal, Kevin, du machst ja, bringst ja weiterhin noch unseren Podcast hier auf deinem Video, also bisher noch quasi, also eigentlich immer Ja, noch. also man muss auch dazu sagen, ich wollte vorgestern, hatte ich hier schon alles an und ich wollte loslegen. Und dann hat irgendwie mein Camcorder den Geist aufgegeben, und man kennt das ja vielleicht, wenn man sowieso nicht so richtig voller Elan ist. Und dann kommt Ja, so ein ja. Blub. Und ich so, ach komm, scheiß drauf. Dann habe ich hier noch mühselig versucht, das Handy irgendwie, weil ich kein Stativpapier aufzustellen, damit aufzunehmen. Da war da aber der Akku auch nicht mehr sonderlich voll. Und bis ich das soweit hatte, hatte ich dann halt keine Lust mehr. Und ich hatte halt auch keinen Bock jetzt. Hier ist die billige Webcam, hier mit 720p, das jetzt wieder umstöpseln, hatte ich auch keine Ja. Lust. Dann habe ich die andere Kamera geladen, die ich noch habe, aber das ist auch schon wieder ein Tag her. Mal gucken, also Ja. zumindest seitdem ich mir da so gar keinen Stress mehr mache, oder das spielt mit rein, oder weil ich einfach, ich weiß nicht, weil irgendwie, irgendwas ist weg, was mich belastet hat, glaube ich. Ja, du hast halt die 1000 erreicht. Ich glaube, nachdem du dieses große Ziel erreicht hast, ist so ein Ja, bisschen das ist ja schon vor Ewigkeiten das. gewesen, das. Ja, das ist schon länger her. Das ist richtig. Aber da seitdem ist halt so auch so dieses große Ziel ist halt nicht mehr da und Da weiß ich nicht, ob hat er sich das so ein gedacht, bisschen. man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, am Höhepunkt der Karriere. Da habe ich gedacht, jetzt geht's erst los, Alter. Der Weg Richtung 10.000 steht an. 10.000 was? Abonnenten. Achso, ich dachte Videoaufrufe insgesamt. Das kriege ich vielleicht noch hin. Okay, dann lass mal das traurige Thema YouTube. Was habt ihr denn so gezockt? Ja, was, ich fange einfach jetzt mal an, weil bei mir Ja. geht's schnell. Also ich habe Final Fantasy 14 gezockt. Ganz, ganz viel. Unfassbar viel. Ich Scheiße, bin jetzt. Änderung in der Matrix. Ich habe ein Déjà-vu. War ich nicht letztes Mal schon mit dem Hauptspiel durch? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls zwischen dem ersten Add-on und dem Hauptspiel ist unfassbar viel Mist. Und boah, Alter, war das langweilig. Aber ich habe jetzt diese gähnende Leere, wie ich es jetzt einfach mal nennen will, überstanden, bin jetzt im ersten Add-on, und ja, mein Kumpel hat mir nicht zu viel versprochen. Ab jetzt ist die Story auch tatsächlich sehr interessant, und bin gespannt, was da noch so kommt, weil das soll sich ja von Add-on zu Add-on immer weiter gesteigert haben, storytechnisch, und macht mir sehr viel Spaß. Ich heirate da bald. Das klingt für mich nach diesen Serienempfehlungen, wo es heißt, du musst erstmal die Hälfte der ersten Staffel gucken, dann Ja, wird es gut, wo ich dann denke, nee, das habe ich auch danke, gerade dann gedacht. mache ich nicht mit, aber. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja, So, oh, guck erstmal die ersten 5 Folgen, dann wird's cool. das Problem ist halt, dass das Hauptspiel so von 2010, 2011 war, und wie man da noch MMOs, wie soll ich sagen, gestrickt hat, ist anders, als wie man es jetzt heute bei einem neuen Spiel machen würde. Und das merkst du dem Spiel halt an. Das ist halt im Hauptspiel sehr altbacken, ne? Und das ist so ein bisschen schade, dass man sich da so ein bisschen durchprügeln muss, bevor man dann
in eher modernere Storylines kommt. So, das merkst du richtig. Du hast halt am Anfang unfassbar viel von diesen, habe ich glaube ich schon zweimal in den letzten zwei Podcasts erzählt, von daher erzähle ich gar nicht so viel. Diese Hin- und Herlauf-Quest, und das hast du hier halt nicht mehr. Du hast halt hier sehr viel Story, sehr viel Sequenzen, richtig interessante Sachen auch. In dem Hauptspiel war es wirklich nur, das ist der Bösewicht, so und so geht das ab und das war's. Und hier hast du halt eine coole Story. Das erste Add-on ist so ein bisschen Skyrim-mäßig, Heaven's Sword heißt das ja. Da geht es auch um Drachen und sowas und du bist auch so in viel Schneeregionen und sowas. Naja. Ja, und darüber hinaus habe ich It Takes Two angefangen. Ich bin noch nicht Oh, durch, cool. aber wir sind schon auf einem guten Weg. Marcel? Genau, mit meinem besten Freund Marcel. Wir haben da, ja, eigentlich hätte ich Bock gehabt, da richtig lange Sessions zu machen, aber das hat ja alles so nicht funktioniert heute hier. Ich wollte eigentlich so ein bisschen bis ja, so 19:30 auf jeden Fall dann da gut zocken und naja, wie das denn manchmal alles so ist. Jedenfalls haben wir ein bisschen gezockt wenigstens und haben dann uns da zumindest die ersten Level schon mal angeguckt. Und ich kann eigentlich der Meinung von dem überwiegenden Teil der Menschen, die es gespielt haben, eigentlich nur beipflichten. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und ja, die Abwechslung ist einfach unfassbar krass, ne? Du hast halt in jedem Level neue Spielelemente. So, das Spiel wandelt sich die ganze Zeit und das ist super cool. Ja, ich Ja. habe es ja auch hier im Regal, aber ich habe es noch nicht gezockt, aber ich wollte Ja, es es auch geht ja auch nur, irgendwann wenn man mal. Freunde hat, Mensch. Ich habe Tausende, das ist das Problem. Jeder möchte mit mir und ich kann mich nicht entscheiden, mit wem ich das spiele. Ja, Ich Kevin, was hast du denn so möchte mal kurz gezockt? was hast du gezockt, sondern weil wir jetzt eben schon, oder weil ich ja auch diese Analogie aufgebracht habe mit, du musst erst die ersten 5 Folgen gucken. Ich wurde darauf gestoßen vom Arbeitskollegen, dass es auf Amazon Prime Swamp Thing gibt. Ist auch eine DC-Serie mit einem, nee, mit keinem Helden, sondern mit einem, ja, mit einem Ding im Sumpf. Will ich gar nicht so viel zu erzählen. Basiert halt auch auf den Comics, ist die von DC. Gebt es euch. Leider ist nur eine Staffel und wurde danach auch schon eingestellt. Hat ein relativ offenes Ende, aber sehr geil, recht Okay. düster, zeitweilig sehr brutal. Ist nicht so dieses typische Helden-Kitsch-Gedönse, wie man das von Marvel und DC kennt. Wer Amazon Prime hat, gerne mal reingucken. Das wollte ich nur mal zu. Das habe ich nämlich geguckt. Aber man muss ja dazu sagen, wenn es jetzt nicht so eine lockere, lose Serie ist, wo, sage ich mal, jede Episode für sich abgeschlossen ist, sondern sowas Story-basiert ist, da finde ich das immer eigentlich legitim zu sagen. Man muss auf jeden Fall die erste Staffel erstmal sacken lassen, weil du brauchst ja immer eine Staffel, um dein Konzept überhaupt vorzustellen. Da finde ich immer, Dexter ist ein gutes Beispiel, wo sie dir jede verdammte Episode in der ersten Staffel auftischen, dass er keine Emotionen hat, damit du das irgendwann so verinnerlichst. Und ab der zweiten Staffel wird da halt nicht mehr so viel drüber geredet, weil du dann halt drinne bist in diesem Konzept. Deswegen finde ich schon, dass man das so machen könnte. Aber ich verstehe das auch trotzdem, wenn Leute sagen, ey, ich habe da keinen Bock drauf, erstmal da so viele Folgen zu gucken, um dann erst zu entscheiden, ist es was für mich oder nicht. Ja, aber ich gebe denen tatsächlich auch immer eine Staffel Zeit. Ja, nee, ich finde, also für mich persönlich muss in der ersten Folge einer Serie irgendwas passieren, wo ich sage, ich bin interessiert, weiter zu gucken. Es muss mir nicht gleich alles klar sein, was da abgehen wird, sondern es muss mich nur interessieren. Das haben manche halt, schaffen manche, manche schaffen das nicht. Gut, bei manchen ist auch das Grundinteresse schon höher. Ich sag mal, irgendeine Superhelden-Serie kriegt es wahrscheinlich schneller hin, auch wenn es nicht das Beste ist, als alter Lehrer braut Drogen. Oder ehemaliger Lehrer, ne? Ehemaliger Lehrer. Ja. Ja, ich habe gar nicht so viel Zeit, da mich jetzt irgendwie dahinzusetzen und erstmal 3 Folgen zu gucken. Also bei mir muss es auch. Die erste muss, so genau wie Kevin das sagt, muss mich jetzt nicht, es muss mich schon packen, aber es muss jetzt nicht so komplett die Story jetzt erklären oder in der ersten Folge werden ja auch erstmal Charaktereinführungen und so weiter. Aber das muss dann schon interessant gestaltet sein oder halt die Thematik an sich muss mich von vornherein schon interessieren, dann ist okay. Ne, also. Also interessant muss es bei mir auch sein, ne? Das nicht falsch verstehen, aber ich kann schon verstehen, wenn manche Serien da einfach ein bisschen Zeit brauchen, um sich so ein bisschen mit dem Konzept zu entfalten, wie diese Serie gestrickt ist. Naja, wie wir jetzt einfach 20 Minuten über irgendeinen Ja. Serienkram reden.
Ich spreche jetzt über ein Spiel, wo ich gar nicht weiß, ob ich das letzte Mal schon erwähnt oder gespielt habe. Ja, das Mobile Game hast du Ja, gespielt. das erwähne ich schon gar nicht Echt? mehr. Welches Das Mobile Game hast du? spiele ich täglich, das erwähne ich nicht mehr. Outriders, habe ich da schon drüber gesprochen? Da bin Ne. ich ja tatsächlich über die Demo, die man. Oh, wie lange konnte man die spielen? Also es war recht ausgiebig für eine Ich Demo schon glaube, mal. drei Levels, ne? Ging ja so über drei Level. Ich habe die auch Ich weiß nicht, gezockt. aber ich fand das halt für eine Demo recht lang, aber ist ja unerheblich. Ja, jedenfalls habe ich mir aufgrund dessen, also die Demo hat geschafft, was eine Demo im Regelfall ja schaffen möchte, habe mir dann das Spiel gekauft. Gut, als ich dann die Vollversion hatte, konnte ich erstmal die ersten 2 Tage nicht vernünftig spielen, weil das so ein Zeitraum war, wo dauernd die Serverabbrüche waren. Wo man. Ich spiele ja alleine und trotzdem muss man. Aber egal. Outriders, das ist ja eins von diesen vielen Spielen. Wie nennt man das jetzt inzwischen? Loot-Shooter, habe ich gehört, wo ich das irgendwie. Es ist halt Third Person. Ja, Third Person Shooter. Wo du Loot abgreifst, Gegner abschießt und dadurch Erfahrungspunkte bekommst, um weiter aufzusteigen, um Fertigkeiten freizuschalten, ja, und wieder Loot zu finden. Nur, dass das halt auch auf einem, also, die Menschheit ist am Arsch, flüchtet sich jahrzehntelang in einem Schiff auf einem Planeten, wo das alles ganz toll werden soll. Spoiler, wird gleich zu Anfang erzählt, wird es natürlich nicht. Der Protagonist, also da kursieren irgendwelche übernatürlichen Stürme, die den Großteil der Menschen töten und einigen übermenschliche Kräfte verleiht. Wir sind einer von denen natürlich, der übermenschliche Kräfte kriegt, aber auch irgendwie aufgrund einer Verletzung schon wieder in Kryoschlaf gepackt wird und erst, oh, jetzt muss ich lügen, in Zeitraum XY, nach Zeitraum XY wiedergefunden und geweckt wird. Und dann ist auf dem neuen Planeten inzwischen auch schon wieder alles im Arsch und alle bekriegen sich gegenseitig. Ja, und da platzt man dann rein und bekämpft hier welche und da welche und hilft den ehemaligen Leuten, die noch leben und sammelt Loot ein und Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall habe ich da durchaus Bock gehabt, bis ich dann anscheinend irgendwo in eine Mission gekommen bin, wo ich vielleicht mit meinem Level hätte noch nicht hingehen sollen und gefrustet Alt F4 gedrückt habe tatsächlich. Was auch daran lag, dass neben mir eine Person mein Verhalten kommentiert hat, das führt immer nicht hilfreich. Und durch dieses Spiel dann an der Stelle ist tatsächlich die Idee zu diesem Podcast gekommen, nämlich weil ich danach dann zu viel gut spielen gegangen bin, die ich dann zeitweilig auch gespielt habe, aber die ich jetzt noch nicht erwähne, als habe ich gespielt, weil die nachher halt zum eigentlichen Thema gehören. Aber King of Avalon Ja, und cool. Outriders. Und ich glaube, habe ich noch was? Ja, den Rest, den ich gespielt habe, den habe ich ja schon auf meiner Liste, deswegen erzähle ich da noch nichts. Nee, okay. Ich habe auch Outriders gezockt. Auch erstmal die Demo und dann war es ja oder ist im Xbox Game Pass drin. Und ja, da habe ich, aber ich habe noch nicht so lange reingezockt. Nur mal so vielleicht 4 Stunden oder so. Naja, drei. Drei. Ich bin irgendwie, weiß ich gar nicht, 13, 14 oder so, glaube Ja, ich. schon heftig, ja. Ich finde es cool, ich finde das Konzept auch gut. Ich habe es erst gezockt wie ein Deckungsshooter, weil ich dachte, das sieht ja aus wie Gears of War, ist aber kein. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen, aber später ja nicht mehr so. Da musst du ja wirklich rein in die Gegner, um halt auch gesund und Gesundheit zu bekommen, die du ja ständig verlierst, weil du ja ständig irgendwie ja, irgendwas abkriegst oder so. Und das finde ich ganz, ist das interessant. Hat mich so ein bisschen, ich weiß, ob ihr kennt ihr das Spiel Space Marine? Damals noch auf PS3, Xbox Warhammer, 360. ne? Ja. Ja. Das ist auch so. Du musst in die Gegner rein, um dich wieder zu heilen. Und das fand ich damals schon ganz cool so. Also du musst immer auf Angriff. So, welche Klasse spielst du denn, Wollte ich Kevin? auch gerade fragen. Ich habe den Pyro. Ja, habe ich auch. Also. Ja, ich hatte ja, auf der PlayStation 5, wo ich Demo gezockt habe, habe ich noch diesen Techniken, ist das also der Techniker da, Ja. mit den seinen Gadgets und so. Aber das hat mich zu sehr an The Division 2 erinnert. Das fand ich dann so ein bisschen langweilig und da habe ich auch den Pyro genommen. Das habe ich übrigens vorhin vergessen zu erwähnen, was natürlich, man hat da Fähigkeiten halt übernatürliche, wie gesagt, und verschiedene Klassen. Ich kann jetzt nur für den Pyro sprechen, da kann man dann halt die Gegner auch verbrennen damit und ich glaube, habe ich nachher auch in irgendwelchen Testvideos gesehen. Ich habe benutzt immer noch die ersten drei Talente, die man kriegt, weil die irgendwie am geilsten sind oder am effektivsten. Ja. Ja, ist aber ist ganz cool so, das Spiel. Das stimmt. Ja, ich habe gezockt, bis, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, Warhammer Chaosbane, das ist den Diablo-Klon. Damit bin ich jetzt aber durch.
Und es hat mir sehr gut gefallen. Jetzt habe ich, seit gestern zocke ich Kingdoms of Amalur. Das ist ein Remaster natürlich. Ja. Re-Reckoning. Re-Reckoning, genau. Ja. Und das finde ich sehr gut. Ich hatte mal wieder Bock auf ein richtiges Rollenspiel. Naja, es ist ein Action-Rollenspiel, aber okay. Aber ich finde es sehr cool. Es hat so eine märchenhafte Atmosphäre. Ich finde es toll, wenn man so in diese Wälder geht, was so ein bisschen so wie Fable aussieht, so, aber natürlich schickerer. Obwohl es jetzt auch nicht die geilste Grafik ist, aber es reicht aus und ich finde es echt gut. Ja, was mich ein bisschen stört so am Anfang ist jetzt, also ich habe es jetzt 4, 5 Stunden gespielt, es sind echt zu viele Namen, also nicht nur Namen von Personen, sondern auch von Orten und irgendwelchen Ereignissen irgendwie, die klingen alle so Fantasy-mäßig und ich kann die gar nicht alle zuordnen, ich kann mir das auch gar nicht alles merken, aber gut, vielleicht ändert sich das mit der Zeit, weil das habe ich auch vor, das durchzuzocken. Das macht mir echt viel Spaß. Es ist halt auch so mit viel Looten und so. Aber so die Kämpfe sind ganz cool. Zwischendurch hat man mal so einen Boss, einen Zwischenboss gibt es, einen Endboss gibt es halt natürlich immer so bei den Levels. Ja, wie gesagt, und die Grafik finde ich sehr, sehr nett. Finde ich ganz cool. Ist auch schön, alles in Deutsch vertont so. Der Grafikstil gefällt mir halt sehr gut. Ich habe damals mal das Original gespielt, glaube ich, zwar nicht ewig lang, weil ich das, glaube ich, weil Ja. das, glaube ich, in meiner Erinnerung sogar relativ schnell knackig wird. Oder ich Oh. mich doof angestellt habe. Es kann auch sein, ich weiß nicht. Okay. Ich kenne nur das Das Original. nimmt mir gleich den Wind aus den Segeln. Auf sowas habe ich immer keinen Bock, aber. Aber gut. Naja, ich zock's jetzt erstmal an. Mal gucken. Ich wollte bei mir Ja. noch ergänzen, It Takes Two spielen wir tatsächlich auf der PS5. Das heißt, ich habe dann auch das erste Mal endlich auf der PS5 gespielt und diesen Controller dann mal in Benutzung erlebt. Und was sagst du? Trefft ihr euch bei Marcel, oder? Genau, Achso, ich dachte, vom du Beruf hättest her. zwischenzeitlich eine gekriegt. Nein, nein, nein. Ich hab ja wirklich tagelang auf diesen scheiß Amazon-Drop gewartet und habe mir eine Erweiterung für Google Chrome installiert, die alle 30 Sekunden die Seite refresht. Habe das dann auf der Arbeit so laufen lassen, weil das ja immer so, ja, zwischen 8 und 10 Uhr droppen die Dinger ja meistens bei Amazon. Und ja, dementsprechend, dann war das so. Und ich gebe ja auch noch Unterricht. Und dann war das natürlich genau ein Tag, wo ich Unterricht gegeben habe. Und da kann ich natürlich nicht nebenbei irgendwie da ein Fenster laufen lassen. Und das war dann genau zu der Zeit, wo ich dann dort Unterricht gegeben habe. Und somit habe ich dann diesen Drop verpasst. Und das war echt scheiße. Was würde mich mal interessieren, was sagst du zum Controller? Ja, das Spiel It Takes Two nutzt den halt wahrscheinlich nicht so wie, Okay. wie jetzt was war das, Call of Duty oder so, ne? Nee, ja, auch, aber auch Astro's Playroom oder so ähnlich, dieses Genau, Vorzeigespiel, was Astro Bot. installiert ist. Wie heißt denn das? Astro Bot? Weiß ich nicht. Playroom? Ist das nicht Playroom? Nee, Playroom war auf Oder der war das? PlayStation 4. War auf Play, der 4. aber irgendwas. Estro-Ding halt. Egal, wie, aber gut, dann, aber wie findest du so von der Handhabung? Wie findest du vom Gewicht, von der Abmaße und so Also weiter? mir Was liegt der sagst du gut in mir? der Hand, Ja. was mir witzigerweise als erstes positiv quasi, was mir positiv als erstes aufgefallen ist, ist, dass diese beknackte Leuchte auf der Rückseite nicht mehr da ist, ne? Die hat sich halt trotzdem bei mir im Zimmer, im Keller ist es halt immer relativ dunkel. Das heißt, es spiegelt sich permanent in meinem TV-Board und in meinem Fernseher irgendwie so ein bisschen dieses Naja. Licht wieder. Und das hat mich Aber das halt. Licht gibt's ja noch. Es ist halt um das Touchpad jetzt. Ja, das ist ja bei dem DualShock 4 auch. Nur nicht Ach links und ja, rechts, das ist okay. ja so unten dann mehr. Ja, ich vergessen, ja. Aber du hast halt diese riesige Leiste nicht mehr. Und man konnte sie ja zwar in den Einstellungen immer etwas dimmen, aber ja, so wirklich dunkel war sie dann ja auch nicht. Also das fällt mir sehr positiv auf und das gefällt mir auch sehr gut. Ja, der liegt mir sehr gut in der Hand. Wie gesagt, ich kann zu den neuen Features, was dieses Rumble von den Triggern und so, diese adaptiven Trigger oder wie das heißt, da kann ich noch nichts zu sagen, weil das halt da noch nicht eingebunden war. Man muss doch dazu sagen, vielleicht schreit jetzt schon der ein oder andere auf und sagt, nee, wieso gibt's doch da? Mein Kumpel hatte vergessen, dieses PS5-Upgrade runterzuladen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Ach so. PS4-Version gespielt auf der PS5 und beim nächsten Mal dann, ich hoffe, der Spielstand wird übernommen, aber Ja. davon gehe ich jetzt einfach mal aus,
Beim nächsten Mal haben wir dann mit dem PS5-Upgrade, dann kann ich da ja notfalls nochmal, wenn sich da echt nochmal was Ja. verändert hat, nochmal nachberichten. Aber ich glaube, das ist mehr so Auflösung und so ein Kram. Obwohl Also ich das. habe jetzt. Ja, achso, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, obwohl das war jetzt auch schon trotz Splitscreen in butterweichen 60 Frames und so, das war schon ganz schön. Das ist auch cool. Aber ich finde, also ich finde den, ich mag den Controller echt sehr gerne. Ich spiele auch gerne damit und so. Er liegt mir auch super in der Hand und ich habe verkrampft nicht so wie bei den alten Xbox-Controllern. Aber dieses, ja, diese Trigger und diesen additiven Kram und so, das finde ich ein bisschen überbewertet. Also ich habe jetzt mal geguckt, ich habe 8 Spiele gespielt, die jetzt alle für die PlayStation 5 sind oder optimiert worden sind. Und ich kenne eigentlich nur 2 Spiele, wo es so. Wo es man es auch wirklich merkt. Also merken tut man auch bei den anderen Spielen, aber teilweise ist es nervig. Zum Beispiel bei Dirt 5 musste ich es dann ausschalten, weil was war mir denn auf Dauer denn zu anstrengend? Du gibst halt immer Gas mit diesen Triggern und das ist dann so heftig irgendwie. Also das irgendwann, das ist anstrengend irgendwie. Und ich habe schon Kraft in den Händen, aber es macht dann keinen Spaß mehr. Und da habe ich es dann wirklich komplett ausgestellt. Das ist ja auch das Schöne, man kann es halt wirklich ausstellen. Und dann bei vielen Spielen, ja, dann zuckt es mal so ganz kurz, wie jetzt zum Beispiel das Warhammer Chaosbane. Habe ich ja auch als in der PlayStation 5-Version, aber das ist nur minimal. Genauso wie Immortal zum Beispiel, kann man dann auch drauf verzichten, finde ich. Also, ich glaube, da wird zu viel drum gemacht und die Entwickler nutzen es halt einfach noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass da groß was kommen wird, außer diese Sony-exklusiven Sachen. Leider, muss ich sagen, weil es wäre natürlich schöner, wenn das, aber wie gesagt, teilweise wird es dann auch nicht richtig abgestimmt wie bei Dirt 5, da finde ich es dann zu heftig. Das kann nicht in der Sache sein irgendwie. Und oder ist es halt zu schwach wie bei vielen Ubisoft-Spielen, aber Valhalla zum Beispiel habe ich auch damit gezockt und ja, war eigentlich überhaupt nicht zu spüren. Das ist wie der DualShock 4, also wo du wirklich nur normale Vibrationen hast und nicht irgendwie so dieses richtig geile, immersive Gefühl wie bei Astro hast du da nicht. Habe ich bei keinem Spiel gehabt bis jetzt, leider. Naja, kommt vielleicht noch. Ich kann mir auch nach wie vor ganz gut vorstellen, wenn die alte Generation abgehakt ist und die sich wirklich auf PS5 konzentrieren, dass es dann besser und mehr wird auch, ne? Aber werden wir mit der Zeit dann Ja, sehen, ne? aber ich glaube auch nur wirklich bei ganz großen Titeln, weil ich schon denke, da muss man dann auch wieder so ein kleines Team für abstellen, die halt sich wirklich nur damit beschäftigen. Und so Double A und Indie sowieso nicht, aber so, die haben gar nicht die Kapazitäten dafür. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das einfach nicht dann hinhaut irgendwie, dass es wirklich nur bei AAA Sachen ist. Und selbst bei AAA wird es nicht gemacht. Also wie gesagt, was ich gesagt habe, Ubisoft, die haben ja die Kohle und die haben auch die Mannschaften, um sich darum zu kümmern. Aber bei Valhalla war es nicht so, bei Immortals ist es nicht so, bei Watch Dogs ist es nicht so. Klar, du hast schon Rumble-Effekte, ne? Aber dieses eigentliche, wie es sein soll, wie bei Astrobot-Kram da irgendwie, so hast du es nicht. Das ist eigentlich, als wenn du einen DualShock 4 Controller in der Hand hast. Also, du hast schon Vibration, aber jetzt ganz normal, wie halt auf der Xbox eben auch oder so halt, ne? Das ist ein bisschen schade, weil das könnte man besser ausnutzen, Also war das finde ich. bei, also jetzt stand jetzt bei It Takes Two auch, das war halt auch so ganz normales Rumble. Ja. Aber das finde ich geil. Ich weiß gar nicht, findest du, dass der leiser ist als der DualShock, der Controller? Also von den Tasten her und auch von den Sticks her, weil ich finde den sehr leise und das gefällt mir sehr gut. Also auch die Druckintensität auf den Knöpfen finde ich sehr schön gemacht irgendwie. Also besser als den DualShock, finde ich. Obwohl ich den eigentlich auch schon ganz gut fand, aber also mir gefällt der wirklich sehr gut, muss ich echt Also sagen. was die Knöpfe an sich angeht, da stelle ich tatsächlich für mich persönlich keinen Unterschied fest. Die Okay. drücken sich genauso wie sonst auch. Und du hast ja, dadurch, dass du bei It Takes Two so viele Gameplay-Elemente hast, sind da zum Beispiel auch irgendwann Quicktime-Sachen mit dabei und so weiter. Also wir haben da wirklich viele Dinge schon gehabt, obwohl wir noch nicht weit sind, die sich denn da zeigen. Also ich habe den schon ganz gut genutzt, den Controller, aber ja. Das kann ich jetzt so, wie gesagt, nicht sagen. Für mich fühlt er sich klar von der Handhabung, wie der in der Hand ist, Hand liegt, ist anders, aber insgesamt muss ich sagen, ist das schon von der Benutzung her, ja, es ist ein Controller, funktioniert gut und ja, da stelle ich jetzt nicht so den Unterschied fest. Na gut, okay. Ja, wenn ihr nichts weiter habt, dann kommen wir mit dem eigentlichen Thema am Anfang. Oder?
Oder Ja, gibt es noch ich weiß irgendwas, gar was nicht, wir. wollte Florian nicht ursprünglich auf irgendwas anderes hinaus, als er gesagt hat, den Controller in der Hand gehabt, oder habe ich das falsch verstanden? War das das, was du noch erwähnen wolltest? Nee, ich hatte vergessen, als ich erzählt habe, dass ich It Takes Two gespielt habe, zu erwähnen, dass ich jetzt auch das erste Mal einen PS5-Controller in der Achso, Hand hatte. war doch das Thema. Gut, dass ich es so ausgeartet, Und dass ich schon vergessen hatte. dann auch das erste Mal in Live eine PS5 gesehen habe und weiß ich Jetzt auch nicht, weinst du zu es Hause. wird wahrscheinlich nicht mein Design sein. Das ist wirklich unfassbar groß, das Teil. Das ist richtig, aber da guckst du nach einer Woche gar nicht mehr hin. Das ist normal. Das hat mich richtig zum Grübeln gebracht, wo ich gedacht habe, Kacke, ey, wo soll ich, wenn ich eine habe, ich weiß Ja. überhaupt gar nicht, wie ich die bei mir hinstellen soll. Hat Marcel den Hochkant oder Hochkant, quer? ja. Ja, okay. Hochkant, na gut, da fällt es vielleicht ein bisschen mehr auf. Weiß ich nicht. Ja, Kannst klar, das. du die nicht auf den Boden stellen und oben eine Platte drüber, dann hast du einen Tisch. Ja, so einen kleinen Beistelltisch. Da hast du noch ein Dreivierteljahr Zeit, dir Gedanken zu machen, bevor man die überhaupt mal kriegt. Vernünftig. Ja, Na also klar, wenn es dir in ich. Schwarz geben würde, würde sie wahrscheinlich weniger auffallen, trotz der Größe. Also ich habe das Thema jetzt auch tatsächlich für mich beendet. Ich suche jetzt nicht mehr aktiv danach. Ich habe jetzt gedacht, okay, das ist mir alles ein bisschen zu affig und Resident Evil 8 werde ich mir jetzt tatsächlich für die PS4 holen. Seitdem ich gelesen habe, ich kann es da auf der PS4 Pro auch in 1080p und 60 Frames zocken, ist für mich alles gut. Dadurch, dass mein Fernseher ja sowieso nur 1080p kann. Von daher, jetzt bin ich ganz entspannt und gut, Subnautica werde ich nicht spielen können, das nervt mich so ein bisschen ab, aber ich könnte es theoretisch auf dem PC weiterspielen. Immerhin habe ich da auch schon 12 Stunden investiert. Aber eigentlich wollte ich es gerne auf der Konsole spielen. Naja. Mal gucken. Ach, das Below Zero bringen sie nicht mehr auf die 4. Doch, kommt auch noch auf die 4, aber ich habe es vorbestellt für die 5er. Die Performance vom alten Subnautica war auf der PS4 ja auch nicht so das Allergeilste, muss man dazu sagen. Und es lief schon okay, konntest du gut zocken, aber ja, das waren halt so, da gab es viele Momente, wo du gedacht hast, so, das ist jetzt nicht so das Beste. Und die ist ja mit einigen Details mehr aufgewertet worden. Du hast ja jetzt ein dynamisches Wettersystem mit Hagel und all so ein Kram. Was denn, wenn du unter Wasser bist, dann siehst du, wie die Hagelkörner da ins Wasser noch rein fliegen und so weiter. Das frisst dann schon noch mehr Performance. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja sowieso gespannt. Das Ding kommt ja sogar auf der Switch raus. Da bin ich wirklich gespannt, wie die das geschafft haben, das anzupassen. Das kommt ja als Double Pack raus mit dem ersten Teil zusammen auf der Switch. Da bin ich echt gespannt. Und auf der PS5, ja, ich denke mal, da wird's, wenn du es da in 1080p zockst, wird es da richtig schön flüssig sein. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, dass diese Subnautica-Spiele spiele ich gerne auf der Konsole. Auf dem PC ist aber auch schön. Ja. Also ich muss sagen, mit Maus und Tastatur spielt sich das sehr angenehm. Okay. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ja, Und reicht ja gut, dann gehen wir mal zum eigentlichen Thema über, ne, oder? ja. Kevin, das war dein Ding hier. Du darfst natürlich als erstes einen Also, raushauen. Sitzt ja schon bei heißen Kohlen, wie ich ich sehe. sitze auf heißen Kohlen. Ich beuge mich nur vor, wenn ich denn wieder vorhabe zu sprechen. Ansonsten kann ich mich bei langen Dialogen bei euch ja auch mal zurücklehnen. Okay. Ja, also Feel Good ist ja auch immer so eine Auslegungssache. Ich habe jetzt erstmal so, als es hieß, so, wann nehmen wir auf, dann wär's für ein Thema und stumpf gesagt wurde, Kevin sucht aus. Echt, haben wir das Ja, gesagt? Florian hat das Ja. geschrieben. Ach so. Ich meine, ich wollte schon mal eigentlich nur mal so an die Zuhörer, ich wollte schon mal über Handheld sprechen, nachdem aber Olli sagte, er hat da gar keine Ahnung von, wo ich dachte, geiles Thema und Olli sagte, ich kenne keinen einzigen, dachte ich, scheiße, schade eigentlich, aber egal. Viel gut, also einmal so in diesem Fall, also meine Auslegung, entspannende Spiele, wo man, wie gesagt, wie wenn man gerade bei Outriders mit Alt F4 Rage gequittet hat, weil man ja Rage gequittet hat, wo man dann in ein Spiel geht, wo man gemütlich vor sich hinspielen kann oder gemütlich eine Geschichte erlebt oder schöne Umgebungen erkunden kann, wo das Spiel vielleicht auch andere Dinge bietet, aber man, wie gesagt, erkunden kann. Oder man wird noch feststellen, auf meiner Liste sind auch Spiele, die weder in die eine noch in die andere Kategorie passen, aber aus bestimmten Gründen, die ich dann erwähnen werde, für mich trotzdem Entspannung und Feel-Good-Spiele sind.
So, das mal so zu meiner zusammengestammelten Erläuterung, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich weiß natürlich noch nicht, wie die beiden das genau aufgefasst haben, aber das werden wir. Was ich wollte jetzt gleich sagen, ob ihr das ähnlich seht bei der Auswahl oder bevor ich bei mir anfange zu erzählen. Also jetzt nur rein um die Definition, ob ihr das auch so ähnlich aufgefasst habt bei der Auswahl. Für mich sind Feelgood-Spiele Spiele, die mir keinen Stress bereiten, die ich mal anschmeißen kann, ob für 5 Minuten oder für 2 Stunden und ja, bei denen ich richtig abschalten kann. Ich brauche nicht groß einer Story folgen, ich brauche nicht groß irgendwie mich stressen. Es ist jetzt kein Dark Souls oder so und ja, einfach Feelgood, ne? Entspannung und einfach ein bisschen daddeln, wie man immer früher so gesagt hat. Ja, ist bei mir So wäre ähnlich. meine Ach so. Definition. Okay. Ja, ist bei mir ähnlich. Bei mir, was bei mir noch immer reinspielt, ist so ein bisschen auch die Musik. Die muss so ein bisschen, es darf nicht dramatisch sein, müsste so eigentlich mehr so Hintergrundgedudel, wenn es geht irgendwie. Und ja, das Setting des Spiels, komischerweise, ja, Figur, das ist auch das, was mir gleich einfiel. Das ist auch bei den Spielen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe für dieses Thema, so der Fall. Ist halt immer ein sonniges, also das ist das Wetter jetzt so, aber ich meine, das Setting ist meist entweder am Meer oder ist halt so irgendwie, ja, keine Ahnung, so Südsee habe ich da, kommen wir ja noch später noch dazu, habe ich ja zwei Spiele, die so in der Südsee spielen. Oder halt sind sehr farbenfrohe Spiele, also was generell, also wo die keine, nichts düster ist und, ne, also eben, ja, wie Florian schon sagt, kein Dark Souls. Allein schon nicht nur vom Stress her, sondern halt auch, wo das Setting halt freundlicher ist und nicht, wo alles so lebensfeindlich ist wie in so einem Dark Souls. Okay. Das nur mal so zur Ergänzung, so ist das bei mir zumindest. Gut, dann schmeiß ich jetzt mal, ich habe ja meine Liste Ja. keine Reihenfolge. Ich schmeiß jetzt einfach mal das in den Raum, von dem ich finde, dass es jeder mal gespielt haben sollte, der ein bisschen was von sich hält. Übertrieben gesagt, das ist ja immer, ich finde immer eine doofe Aussage, sollte man gespielt haben, aber bei dem ist es halt so. Das kann man nämlich in gemütlich, selbst wenn man mal auf einen Begleiter, falls man einen hat, Rücksicht nehmen möchte, in 2,5 Stunden durchspielen, was ich jetzt letztens getan habe, nachdem ich meinen zweiten Bildschirm gekauft habe und dann mal das auf beiden Bildschirmen ausprobiert habe, habe ich nämlich Journey auf dem PC nochmal durchgespielt. Das war jetzt dann, glaube ich, zusammen mit Konsolenfassung mein vierter oder fünfter Durchlauf, weil, wie gesagt, dauert nur 2,5 Stunden. Das hat zwar eigentlich, wenn man drüber nachdenkt und interpretieren möchte, wahrscheinlich ein sehr schwermütiges Thema oder so ein Definitiv, bisschen ja. so vom Auferstehen bis zum Sterben, bis zur Wiedergeburt, so wird, kann man das wahrscheinlich auslegen. Aber effektiv läuft man halt nur durch schöne Landschaften. Man kann, auch wenn man mal Mitspieler hat, was ich auf PC witzigerweise auch hatte, habe ich gar nicht mit gerechnet im Epic Store. Man kann nicht mit denen kommunizieren, außer mit, ja, Tönen. Und man kann nur springen und gleiten, das allerdings auch nicht immer, und der agiert eigentlich nur mit der Welt und ja, sind das Wesen? Irgendwie sind das ja eher so Schal- und Teppichstückchen, sag ich jetzt mal abstrakt. Ist auf jeden Fall, ich gehe da halt nicht gedanklich so schwermütig rein, sondern lass das einfach nur so auf mich wirken und dann ist das so ein Teil, also einfach 2,5 Stunden entspannen. Schöne Welten angucken, weil wie gesagt, das kann man auf der PlayStation 3 spielen, jetzt auf dem PC, auf der 4 gibt's das. Ich glaube leider auf anderen Konsolen noch nicht, oder ist das aufs. Ich glaube, das ist immer noch Sony PC exklusiv, wenn ich mich nicht irre. Aber man kriegt das, glaube ich, inzwischen schon auf Steam, nicht nur im Epic Store. Wie gesagt, PlayStation 3 wahrscheinlich auch am ehesten im Store, genau wie bei 4, weil die Disc-Versionen, glaube ich, nicht mehr so günstig sind. Ist aber auch ja völlig wurscht. Ist auf jeden Fall gerade auch aufgrund der Spielzeit für mich so ein Ding, wo man sagt, so, jetzt hast du mal wieder Bock abzuschalten, weil ich denke halt nicht groß drüber nach. Ich muss gestehen, diese Sequenzen, die dazwischendurch sind und auch ohne Ton erzählt werden, sondern wo man einfach die Bildsprache interpretieren müsste. Je nach Stimmung lasse ich mich da nochmal ein und gucke mir das nochmal genauer an oder ich ignoriere es halt. Ich gucke es einfach an, schalte auch dabei ab und spiele dann einfach weiter. Also auf jeden Fall würde ich der Journey noch nicht gespielt. Was ist denn jetzt los? Was haben wir hier für komische Töne? Alles gut? Olli? Also ich höre jetzt.
Nee, alles gut, ich habe nichts gemacht. Alles gut. Ich hoffe, das ist nirgends so eine Aufnahme. Jedenfalls, wer Lust hat darauf, guckt sich Videos an und dann mal 2,5 Stunden ausklinken und Journey spielen. So, ich schmeiße ich jetzt mal als erstes hier in den Raum. Wahrscheinlich von euch beiden keiner gespielt, oder doch? Doch, ich hab's gespielt. Klar. Ja, Florian auch, die, ne, oder? Und auch die. Must play. Auch durch? Definitiv. Ja, klar. Auch, Ja. also in Begegnung einer gehabt? Sitzung. Ja, ich habe auf der PS4 gespielt. Ah. Da war was los. Bei mir auch. Aber für mich ist das überhaupt kein Feel-Good-Spiel. Also null. Ich habe das gespielt. Also ich mochte das Spiel auch sehr gerne. Aber von der Stimmung her fand ich sehr, sehr deprimierend. Und ich habe, mein Sohn saß daneben mit seinen 5 Jahren. Und ja, der fand das auch total, der hat das schon verstanden irgendwie, dass es da um Tod geht, obwohl der ja, also er ist schon recht helle, aber wo ich das gar nicht so erklärt habe eigentlich. Und der fand allein aufgrund des Settings und von der Musik her und so, fand er das total traurig. Er sagt dann immer so, ja, Papa, ich finde es so traurig. Ich sage, ja, warum denn irgendwie? Das ist doch, die fliegen da nur durch die Gegend irgendwie. Ja, so die Musik und so. Und, ne? Und da war richtig deprimiert irgendwie. Er fand es schön, das Spiel. Ne? Also ich habe das ihnen auch gestattet, dazu zu gucken und so, weil es ist ja kein nix, keine Gewalt oder so. Aber er war dann echt richtig traurig danach. Also richtig. Und ich jetzt nicht, aber ich war schon so ein bisschen betrübt. Also ich fand schon so ein bisschen, ja, es geht halt um den Tod. Ne? Das finde ich, so interpretiere ich zumindest dieses Spiel, die Reise zum Tod. Aber weiß ich nicht, fand ich schon deprimierend. Ich meine, für mich ist es ein Top-Spiel, ja, keine Frage. Aber es ist für mich kein Feel-Good-Spiel. Aber jeder sieht das wahrscheinlich anders, Nee. weil das Spiel gibt ja auch viele Möglichkeiten, da irgendwas rein zu interpretieren, oder einige zumindest. Also deprimiert hat mich das nicht. Den Sinn habe ich schon verstanden. Ich gehe da in eine ähnliche Richtung, aber es war für mich super entspannt, das Spiel tatsächlich, aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten. Einmal hat mir dann auch gereicht, das jetzt zu spielen. Ne? Das war ein schöner Nachmittag, so super, super Erlebnis, super Bilder. Schön gemacht alles, auch diese Begegnungen, so dass du da nicht wirklich kommunizieren kannst, ist total cool, dass man sich da abstimmt und so weiter. Der Soundtrack ist unfassbar gut. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das für jemanden ein Feel-Good-Spiel ist. Ich persönlich hätte es bei mir aber nicht reingepackt, weil das werden wir dann auch bei meinen Beispielen hören. Bei mir sind dann andere Kriterien, die da vorherrschen, damit es für mich zum Feel-Good-Spiel wird. Aber zumindest fand ich es auch super entspannt. Dann schließ doch gleich mal an, hau doch mal einen raus. Oder Kevin, wolltest du noch was dazu sagen? Nee, alles gut. Also man muss einfach dazu sagen, Journey muss man einfach mal gespielt haben. Jemand, der Videospiele mag und da irgendwo Interessen hat, Videospiele zu spielen, der muss einfach mal Journey gespielt haben. Es gibt so eine Handvoll Spiele, die man einfach mal gespielt haben muss und da würde ich persönlich tatsächlich Journey mit dazu zählen. Das ist wirklich einmalig. Auch ein schönes Beispiel, mal Leuten zu zeigen, die, sag mal, Vorurteile haben, die ständig sagen, ah, das ist eh nur Rumgeballer oder Rennspiel meinetwegen noch. Und das ist für mich auch mal so ein Spiel, was so, ja, schon so aus so, wo man sagt, das ist schon so ein bisschen künstlerisch, dieses Spiel. Also es hat einen künstlerischen Anspruch, finde ich auf jeden Fall. Ja, das kann man den Leuten dann auch mal zeigen, die jetzt vielleicht sagen, irgendwie Videospiele haben von vornherein kein Niveau. Das kann man damit irgendwie, glaube ich, ganz gut widerlegen. Aber gut, Florian, hau doch mal ein Feelgood-Spiel raus. Ja, für mich, ich hatte das ja schon mal so ein bisschen eben definiert, für mich sind ganz, ganz viele Feel-Good-Spiele im Zusammenhang mit der Arbeit. Ich habe auf der Arbeit jetzt nicht den schlechtesten PC, aber ich würde da jetzt auch keinen Cyberpunk zocken können. Ich bin ja auch nicht dafür da, dann um dort groß zu zocken, aber bei mir ist immer die Situation, freitags ab 14 Uhr, ich muss bis 16 Uhr regulär arbeiten. Freitags ab 14 Uhr ist richtig tot bei uns. Und da ist es so, meine eine Kollegin, wir sind zu dritt im Büro, eine Kollegin haut sowieso regulär um 15 Uhr immer ab. Und mein Kollege, der mit mir direkt dabei sitzt, der haut freitags immer um 14 Uhr ab. Das heißt, ich bin ab 14 Uhr quasi ist in meinem näheren Umkreis keiner mehr und ab 15 Uhr hocke ich da sowieso ganz alleine rum.
Und das ist dann meistens so die Zeit ab 15 Uhr, zwischen 15 und 16 Uhr ruft auch eigentlich kaum einer mehr an, weil witzigerweise auf Freitag haben die Leute dann irgendwie keinen Bock mehr zu telefonieren, ist ja auch okay. So dass es dann so ist, dass ich dann da ein bisschen Zeit habe und da habe ich dann irgendwann angefangen auf Steam mir so ein bisschen typische kleine Games reinzuziehen und das erste Spiel, was ich da nennen würde, wäre Bejeweled 3. Kennt eigentlich jeder, ist Match 4 Games, nennt man das, glaube ich, ne? Wo du Match einfach 3, ja. Match 3, ja, gut, du kannst 3, 4, also mindestens 3, aber kannst 5er Ketten und so weiter machen. Und du musst halt immer so Diamanten, Edelsteine in verschiedenen Farben kombinieren, die gleiche Farbe und kannst da Ketten machen und super geile Musik und schöne Animationen, schöne Hintergründe. Und beim dritten Teil ist es jetzt anders. Ich habe früher den zweiten Teil sehr viel gespielt und dann kam irgendwann der dritte, der das alles nochmal natürlich ein bisschen schöner, besser und moderner gemacht hat mit HD und so. Da ist das Besondere, das hat mir so gut gefallen, hat mich so süchtig gemacht, dass ich mir sogar die physische PS3-Version davon gekauft habe und das sogar dann noch zu Hause sehr viel immer gespielt habe zwischendurch, weil das einfach so ein mal eben 10 Minuten ein, zwei Bildschirme spielen Spiel ist. Und das ist für mich richtig viel gut und da kann man so ein bisschen abschalten, da muss ich nicht groß nachdenken, da habe ich keine Story. Und ja, das ist schon ganz nett. Das wäre so mein Einstieg in diese Thematik, um das mal ganz entspannt zum Thema passend dann zu beginnen. Ist bei mir definitiv auch eine Art Spiel, auch so zum, ja, zum, ich sag mal, übertrieben gesagt, sinnlos davor sitzen und klicken, in meinem Fall, weil meistens PC. Wobei ich gerade so die Bejeweled, da gibt es ja auch an, entweder mal andere Modi oder je weiter man kommt, ist das manchmal gar nicht mehr so anspruchslos, weil ich weiß nicht, ob das bei 3 Teil 3 ist, dann manchmal auch so. Oder vielleicht verwechsel ich auch das mit eher anderen Match-3-Spielen. Gab es das denn, dass da meinetwegen, denn welche vereist sind und du musst mehrmals daneben erst rein auflösen, damit das Eis bricht und musst dann da und dann noch und dann hast du nur so und so viele Züge. Ich weiß nicht, war das bei Bejeweled so? Gibt's auch, ja, also, aber ich finde, ja, selbst die in Anführungsstrichen stressigsten Modi finde ich immer noch mega entspannt, so dass ja, für mich funktioniert das ganz gut. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, finde ich schon mal faszinierend, dass wir gleich mal irgendwie so einen Kontrast haben und nachvollziehen kann ich, das ist bei mir noch nicht halt ganz so auf dieser, habe ich noch nie so im Zusammenhang mit dem Entspannen so richtig für mich assoziiert. Ja, das war früher schon, ich habe Bejeweled schon auf irgendwelchen Smartphones gespielt und so, weiß ich auch nicht, irgendwie, das hat mich sehr gecatcht, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht, ich bin eigentlich, ich mag zwischendurch mal ganz gerne Puzzlespiele und so, ich habe sogar jetzt schon bei mir liegen für die PS5 Puyo Puyo Tetris 2. Ich mag sowas eigentlich zwischendurch ganz gerne, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Fan, der sich da jedes Puzzlespiel reinzieht. Und deswegen spiele ich eigentlich vergleichsweise eher weniger von diesen Spielen, aber wenn mich mal sowas packt, dann ist das eigentlich immer so mit viel gut verbunden. Deswegen werden wir aus der Richtung noch ein, zwei Titel hören, die nicht unbedingt jeder kennt. Ich würde den Ball ganz gerne zu Olli passen. Ja, du wirst lachen. Ich habe das Spiel tatsächlich erst auch auf meiner Liste gehabt. Ich habe das zum ersten Mal hatte ich da Berührung mich auf der PlayStation 3. Ich habe es hier auch noch im Regal. Und ich zocke es jetzt gerade momentan immer wieder mal auf der Xbox. Weil das ist ja abwärtskompatibel auf der Xbox Series X sozusagen und zocke ich es ab und zu mal. Und da sind ja auch noch die beiden anderen Spiele drauf, ne? Hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Peggles, Peggles, Peggles. Und das mit den Fischen, egal, ne? Das kann ich dir nicht Florian, mal sagen. du müsstest das eigentlich wissen. Du hast doch die Retail-Version, Habe oder? ich, aber ich, wie gesagt, ich spiele immer nur das und ja, ich. Ja, weil die beiden anderen Spiele sind mich auch so, ist auch so ein bisschen viel gut. Das ist ja egal. Ich hatte es aber deswegen nicht drauf, weil mir denn doch eine, was ich vorhin schon sagte, eine Komponente nicht dabei ist, die mir eigentlich auch wichtig ist, weil es geht bei mir bei Feelgood nicht nur um entspanntes Zocken, weil dann hätte ich auch hier so Donut Country und so weiter hätte ich drauf, habe ich aber nicht. Für mich ist halt auch wichtig immer das Setting, also mit Musik und wie das halt alles die Umgebung ist und so. Und deswegen habe ich es nicht mit reingenommen, aber vom Prinzip her
würde das eigentlich auch gut in meine Liste passen. Ich habe mir eine Liste auch erstellt und ich gehe jetzt mal. Ich habe eine kleine Reihenfolge und zwar nach Erscheinungsdatum. Und ich habe als erstes mir herausgesucht, einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Spiele, und zwar Sid Meier's Pirates. Das habe ich damals schon gespielt auf dem C64 1987. Da war ich schon 17. Ne, ist auch egal, das Alter kann man ja weglassen. Kannst du das bitte rausschneiden, denn, Kevin? Egal. Jedenfalls, ja, das fand ich total super. Ich habe es, wie gesagt, erst auf dem C64 gespielt und später dann auf dem Amiga. Da war es natürlich von der Grafik her besser. Ja, es spielt, wie gesagt, glaube ich, im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, so in den Dreh, in der Karibik. Und man hat halt dort die Möglichkeit, sich eine Nation, damals waren halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Nation das war, Frankreich, England auf jeden Fall, ja, Spanien und Holland, glaube, ne? Konnte man sich eine Nation aussuchen und dann musste man halt andere Schiffe kapern, um halt irgendwie seinen Goldreichtum zu vergrößern. Man konnte aber auch, ich glaube, Städte aufbauen. Ist schon so lange her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Und es gab auch so eine, die lief mir so im Hintergrund, eine Geschichte, wo man, glaube ich, seine Familie suchen musste. So vier Personen, glaube ich. Ich war mir noch nicht mehr so sicher. Das fand ich sehr interessant. Ja, und dann konnte man zwischendurch konnte man heiraten, da musste man so ein kleines Minigame machen, so tanzen und so. Und es gab halt immer wieder natürlich diese Schiffsschlachten, die man hatte, die ja jetzt nicht so spektakulär aussahen, aber schon irgendwie Bock gemacht haben. Und das Ganze war halt so, was für mich halt so, es war nicht stressig, auch diese Schlachten nicht. Und es war halt dieses ja, die Südsee-Atmosphäre, die fand ich so super. Und auch diese Musik, die so im Hintergrund dudelte, irgendwie, das fand ich, hat alles total gepasst. Und natürlich ist es ein Strategiespiel so, aber ohne jetzt so einen riesengroßen Anspruch. Also es war, ich fand es auch damals nicht besonders schwer oder so. Und das konnte man unendlich lang spielen. Ich meine, es gab ein Ende irgendwie, weil irgendwann war die Zeit abgelaufen, ne? Ich glaube, das Spiel ging nur so lange, wie halt auch ein Menschenleben ist. Jetzt also nicht in real, sondern eben in dem Spiel. Und dann war halt Schluss. Und wenn du bis dahin die Ziele nicht erreicht hast, wie jetzt zum Beispiel heiraten und eine Familie suchen und irgendwie, ach ja, einen Adelstitel, glaube ich, konntest du noch bekommen. Also du bist halt immer höher gestiegen. Ja, und aber trotzdem, es war nicht stressig so. Und ich fand es ganz cool. Und ich habe. Hatte ich auch in einem von meinen Videos neulich erzählt. Jetzt mal dieses Spiel, wie heißt es, Port Royal. Port Royal 3 war gerade Xbox Gold. Und das hab ich, da habe ich mal reingezockt. Das ist ja so relativ ähnlich, obwohl es da noch mehr mit Handel ist. Bei Pirates ist nicht ganz so viel Handel. Aber es ist auch natürlich das gleiche Setting so. Es ist halt auch Südsee. Ich finde die Musik cool. Ist natürlich Grafik ist schöner. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil da habe ich nur mal eine Stunde reingezockt oder zwei. Aber Sid Meier Pirates habe ich unendlich viele Stunden drin versenkt. Da hatte ich ja auch noch mehr Zeit gehabt, noch natürlich noch keine Kinder und so weiter. Kennt ihr sicherlich auch, ne? Oder? Habt ihr das, ne? Oder? Kenne ich. Ich habe es auf dem C64 mal versucht zu spielen. Ich war aber einfach viel zu jung und habe nichts Ja. geschnallt. Aber da war ich wirklich auch. Das war noch das Alter, wo mein Bruder mir einen Controller, der nicht eingesteckt ist, in der Hand drücken konnte. Und ich habe gedacht, ich spiele mit. Also da, das war in dem Alter nichts für mich. Aber nee, meine Frage stelle ich gleich. Ich lasse erstmal Kevin zu Wort kommen. Geht auch schnell bei mir. Es ist eines dieser Spiele, das man immer wieder hört, ständig erwähnt wird, also wenn man sich halt auch so ein bisschen mit Gaming selber sonst noch weiter auseinandersetzt, dass ich aber tatsächlich noch nie weder live in Aktion gesehen habe, geschweige denn selbst gespielt habe. Kenne ich nur vom Hörensagen. Aber das ist für mich genauso ein, ja, es ist ein richtiger Klassiker, weil du sagtest, Journey sollte man als echter Gamer mal gezockt haben und ich finde Pirates ist für mich genau das gleiche. Das sind so echte Meilensteine in der Videospielentwicklung auch irgendwie. Das sollte man zumindest mal kurz angezockt haben, finde ich, weil das hat schon auf jeden Fall, es hat ja ein ganzes Genre begründet, mich halt im Strategiespiele. Vielleicht war es jetzt nicht das allererste Echtzeitstrategiespiel oder Aufbauspiel vielleicht sogar, aber es gehörte zu den ersten und es gehört zu den Spielen, die auch heute noch richtig Spaß machen, würde ich mal behaupten. Meine Frage wäre gewesen, hast du das Remake mal gespielt für die Xbox? Nee, gibt es da ein Remake? Ja. Ach du, für die allererste Xbox. Ich meine, das war für die erste Ja, Xbox. natürlich.
Das, ja, habe ich. Das ist auch gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder so. Weil es ist jetzt auch auf die. Heißt es nicht auch Ja. nur einfach Sid Meier's Pirates oder so? Genau. Heißt es auch. Und das ist optimiert für die Xbox One X, glaube ich, noch. Und ja, das sieht sehr schön aus. Also kein Vergleich zu C64 oder. Naja, es geht schon so in Richtung Amiga, aber es sieht noch schöner aus. Das sieht richtig cool aus, ja. Kann ich nur empfehlen. Kann man sich als Download irgendwie holen für die Xbox. Siehst du, dann wäre das doch mal ein Tipp für die Leute, die vielleicht da Interesse dran haben, aber nicht unbedingt Klötzchen zählen wollen, Pixel zählen wollen. Nee, das sieht da wirklich ganz gut aus. Sieht aber trotzdem immer noch ein bisschen altbacken aus. Man sollte da jetzt nicht die geilste Grafik erwarten, ne? Nee, das stimmt. Aber ich meine, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass das auch noch nicht so geil aussah, als es rauskam. Ne? Also. Nee. Also auf dem Amiga sah es schon ganz okay aus, aber auf C64 sieht es echt nicht gut aus. Aber gut, das zockt ja auch keiner mehr, außer der Retro-Lutzer. Ich springe jetzt mal. Achso, wo hast du eine Frage? Nee, ich wollte sagen, es ist ja generell so, dass die Sachen auf Amiga, die ganzen C64-Titel, die es auch für Amiga gab, da immer deutlich besser ausgesehen haben, ne? Weil es halt weiterentwickelter war und ja, da konntest du die Sachen dann mal richtig Okay. in geil sehen. Ich hätte eine richtig schöne Überleitung zaubern können, wenn ich schon hätte bei Es mag ja keiner Klötzchen zählen, hätte einspringen können dürfen, weil ich zähle sie gerne. Und zwar im, wie heißt denn der eigentlich? Kreativmodus von Minecraft. Ich bin ja Oh, sehr spät zu der okay. Party gekommen. Ich glaube vor Mitte letzten Jahres oder vielleicht, ich habe ja kein Zeitgefühl, vielleicht lass es höchstens 2 Jahre sein, wo ich mir das mal irgendwann zugelegt habe. Natürlich fleißig mit Mods, also ich auch, dass ich Möbel habe und so Gedöns und so eine Grafikmod, dass das Wasser besser aussieht und bla bla bla. Und immer mal wieder ertappe ich mich dann halt, also jetzt gerade erst vor kurzem, wo ich dachte, fängst du mal eben eine neue Insel an. Ich muss zugeben, ich habe noch nie den Survival-Modus gespielt, den normalen, der interessiert mich halt gar nicht. Für mich ist das Feel Good halt, weil es digitales Lego ist. Als wenn man Lego hätte und hat unbegrenzte Klötzchen und du kannst bauen, was du willst. So, das ist Minecraft Kreativmodus. Ja, und so nutze ich den auch. Wir müssen sagen, Klemmbausteine. Ja, Entschuldigung, als wenn man Klemmbausteine jeglicher Art hat und mit denen bauen kann, was die Kreativität hergibt. Ich muss dazu sagen, wenn ich mir die Illusion und die Entspannung und das alles erhalten will, darf ich auch niemals gucken, was andere da so leisten, weil dagegen sind meine Bauten totaler Baby-Bubu-Schiss-Kack, weil ich dann erst merke, wie unkreativ ich bin, aber für den Moment kann da ganz schnell mal 2, 3, 4 Stunden drin verschwinden, indem ich da wieder ein Häuschen baue mit meinem Garten und einen Zaun drum und hier ein Bootsanleger und so ein Blödsinn. Und das ist so richtig, weil das ist ja, da denkt man zwar nach, aber ja auch nur so, welches Material nehme ich, was baue ich hier jetzt? Und gut, hätte ich jetzt Bock beim Podcast Bilder einzublenden, würde ich jetzt meine letzte Insel mit dem Holzschiff vorne dran, also vorne ein Holzschiff, damit habe ich glaube ich angefangen und dann habe ich, also auf so einer komplett blanken Wasserwelt, was sich als sehr mühselig herausstellte, weil wenn man nur Wasser hat, da dann erstmal überhaupt einen Grund für ein Gebäude zu legen, ist gar nicht so einfach. Aber jeweils, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin sehr spät zu dieser Minecraft-Party gekommen und feiere jetzt gelegentlich mal alleine meinen Klemmbaustein-Party dort. Ich habe jetzt ein Bild im Kopf, wie du dir ein riesiges Zimmer baust mit ganz vielen Ventilatoren, wo es nie warm ist im Sommer. Nee, das ist ja die Ironie eigentlich. Ich weiß ja, dass es im Sommer hier warm ist. Auch wenn es mir kein Mensch stoppt, ich gehe ja ganz gerne mal in die Sonne, wenn es nicht zu, also bei 30 Grad ist es ja draußen fast noch besser auszuhalten als in der Wohnung. Aber auch da habe ich mir jetzt zuletzt, wie gesagt, quasi mein kleines eigenes Südseeinselchen, wo so als Boden keine Erde oder Gras, sondern fast nur Sand und da dann mal eine Holzhütte drauf. Da kommt die Südsee, die Olli braucht, halt ins Spiel. Die habe ich mir da dann selbst Ja. gebastelt und dann halt auch mit so einem kleinen Schiff vorne dran und so. Läuft bei dir die Raytracing-Version nicht? Ich habe ja keine Raytracing-Grafikkarte. Ach so, ich dachte, du hättest eine 20er-Karte. Nee, ich habe noch eine 1080. Aber ich habe halt, oh, ich weiß nicht, wie die Mod heißt. Irgend so eine Mod, die halt auch so ein bisschen das alles ein bisschen aufhübscht und dass du auch so ein paar, nicht Raytracing-mäßig, aber Reflektionen im Wasser hast und so, dass das nicht mehr so, das hat nicht mehr den Urlook bei mir.
Und wie findest du generell, du kennst wahrscheinlich das aus Videos und so, wie findest du die RTX-Version? Also ich glaube, das kann schon spannend aussehen. Ich hätte ja schon Bock drauf und ist ja, ich habe ja eine Zeit lang auch mal Ausschau gehalten, aber ich will halt, wollte halt keine 20er-Version Generation, weil es ja albern, wenn man die 1080 hat. Ja, und was mit der, Leute, die sich mit befassen, wissen ja, was mit der 30er Generation gerade abgeht. Also das habe ich dann irgendwann auch zu den Akten gelegt, danach zu Das suchen. ähnlich wie mit der PS5, einfach warten. Ja, bloß mit dem Unterschied, also man kann 30, 60, 70, 80 kriegen, wenn man so fast bis zu das Doppelte bereit ist zu bezahlen. Ja, Oder irgendwie PS5 vier. auch. Ja, gut, das stimmt. Aber nicht bei Händlern. Weil wenn du sowas wie Alternate, wo ich regelmäßig mal gucke, das ist ja ein offizieller Händler, der verkauft auch nicht mehr zu UVP. Der geht eiskalt und sagt so, ja, Angebot und Nachfrage. Also nicht eBay oder so. Das macht bei uns, ich habe da tatsächlich gerade mit Herrn Consolero gerade darüber ausführlich gesprochen, über einen Elektronikmarkt mit einer roten Farbe. Da habe ich über Olli geredet und habe gesagt, ich verstehe das nicht bei Ollis Markt oder Märkten. Da gibt es immer so viele Angebote und Sonderangebote. Da liegt da was für einen 5 Euro, für 3 Euro, für 2 Euro und so weiter. Und bei meinem ist das, ich habe jetzt da was gefunden für die Switch und zwar Moving Out, habe ich zwar schon für die PS4, aber ich liebe das Spiel einfach, würde ich gerne mal so zwischendurch auch nochmal zocken. Ist zwar kein Feelgood-Spiel, deswegen passt es hier leider nicht rein, weil es dann doch ein bisschen hektisch und stressig werden kann, aber es ist einfach super witzig und gab es da für 15 Euro, fand ich in Ordnung. Aber die haben halt nie, selten bis nie Angebote und so Grabbeltisch und so sowas überhaupt gar nicht. Und dann kommt der Punkt, wo der Kreis sich jetzt quasi schließt. Unser Elektronikmarkt mit der roten Farbe, der ist nämlich noch immer eine Spur mehr. Nicht nur, dass er keine Angebote hat, sondern er schlägt auch gern mal Preis drauf. Und da habe ich zu Consolero gesagt, ich könnte eigentlich schon fast ein Monatsgehalt wetten, wenn die irgendwann mal in nächster Zeit Konsolen kriegen würden, dann kosten die da locker ein Hunderter mehr. Einfach aus Prinzip, weil der Markt ist immer so. Neue Spiele, Day One, was weiß ich, die 60 Euro kosten, 10 Euro mehr. Ich weiß genau, als Dark Souls und so weiter rauskam, nee, Demon's Souls war das, ne? Als Demon's Souls rauskam, 5 bis 6 Euro teurer als überall anders. Das ist, ja, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich an den Chef da liegen, aber das ist echt skurril. Auch jetzt, da, die haben da haufenweise PS5-Controller, die kosten alle da 10 Euro mehr, als wenn du sie bei Amazon kaufst. Wenn er meint, dass er mal durchkommt. Ich meine, ich habe ja schon geschluckt, als ich mal aus Neugier geguckt habe. Man bezahlt ja jetzt neu für PlayStation 5 Spiele schon 80 Euro, nicht mehr 70 oder 60. Und wenn der, Unterschiedlich. ja, also ich sag mal so, Demon's Souls zum Beispiel war irgendwie so mit 69 oder so gelistet oder 70. Und wenn ich da dann nochmal, also man ist, man, die Generation, wo man so neue Spiele AAA für 60 gekriegt hat, ist noch gar nicht so lange zurück. Und wenn er glaubt, er kann das dann für 75 verkaufen, viel Glück, ja. Also. Es funktioniert ja, ne? Das ist ja das ganz schlimme Problem, ne? Und das ärgert mich einfach nur. Also das hält mich sehr oft davon ab, da Sachen zu kaufen. Und es ist auch einfach schade, weil gerade als Sammler mag man ja gerne so mal ein paar Schnäppchen mitnehmen und kauft dann auch manchmal Spiele, die du dir so wahrscheinlich sonst nicht geholt hättest, die du aber trotzdem natürlich dann zocken möchtest, oder ich zumindest. Und ja, es ist ärgerlich. Und bei den Controllern, die haben da wirklich, die haben da 30 Controller rumliegen. Da ist eine ganze Wand voll nur mit PS5-Controllern, der ja, ich glaube, bei Amazon immer noch schlecht lieferbar ist. Und die kosten da einen Zehner mehr als bei Amazon. Das ist, ja. Oh. Jetzt sind wir von einem tollen Feelgood-Spiel wieder zu miese Ja. Laune gekommen. Ganz toll. Scheiß Stimmung, alles scheiße. Alles scheiße, ey. Rote Farben sind kacke. So. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Das macht gar keinen Weil du Sinn mich gerade nach für mich. RTX-Version gefragt hast und ich gesagt habe, die Grafikkarten kommen ja nicht ran und dann. Ah, ja, stimmt. Ach so, da kam ich drauf, weil ich letztens hatten die eine 3080 und die hatten sie auch für sehr viel Geld drauf. So war mein Gedanke da und dann fiel mir ein, dass ich auch mit Consolero drüber geredet habe. Weil der, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, vielleicht ist das auch bei allen anderen Elektronikmärkten so, aber die kriegen ab und zu tatsächlich mal Grafikkarten rein, aber dann immer nur so ein, zwei. Und die sind auch dann einen Tag später gleich wieder verkauft. Aber da habe ich auch gesehen, der verkauft die auch schon für teurer. Nicht so unverschämt wie jetzt
auf eBay und Co., aber immerhin haut er da einen Aufschlag drauf. Ja. Welches Spiel würde denn jetzt deine Stimmung wieder heben, nachdem du dich darüber geärgert hast? Meine? Ja. Was nehmen wir denn als nächstes? Ach, ich baue mal ein bisschen weiter auf meinem. Ich bin auf der Arbeit und möchte Freitag was spielen. Also, warte mal ganz kurz. Bevor du Freitagabend spielst, von euch hat nie jemand in Minecraft reingeguckt, richtig? Nee. Ach so, nee, das ist, ich sehe das immer bei meiner Nichte, die wird jetzt heute, wenn der Podcast rauskommt, wird sie 11, irgendwie so. Und die spielt das sehr viel. Da sehe ich das halt immer, aber ja, ist nichts für mich. Okay, gut. Also ich verurteile da keinen, mich stört das Spiel nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich in dem Alter gewesen wäre, wie meine Nichte jetzt ist, dann wäre das wahrscheinlich auch komplett mein Ding gewesen. Aber jetzt so als Erwachsener, ich habe da nicht so viel Bock zu bauen und so weiter. Deswegen zum Beispiel Mario Maker, ich würde das unglaublich gerne spielen, wenn das Spiel nicht für mich ist es so teuer für den Preis, aber wenn es jetzt, ich sag mal, 20 € gekostet hätte, wäre das für mich mein Spiel, weil ich das gerne spielen würde, aber da würde ich zum Beispiel auch nie Levels bauen, weil das einfach nicht so mein Ding ist. Deswegen ist halt auch Minecraft einfach nicht so mein Ding. Jo. Ja, und zwar sind wir weiter auf dieser Schiene. Ich bin auf der Arbeit, es ist Freitag, ich bin komplett alleine, niemand ist da, keiner, der mich in den Arm nimmt. Und dort ist ein ganz kleines, aber feines Spiel, auch für den PC erhältlich, genauso wie Bejeweled, nur mit dem Unterschied, dass ich hier leider nicht die Möglichkeit habe, das auf Konsole zu zocken. Wobei man sagen muss, das würde ich wahrscheinlich auch wirklich nicht auf Konsole zocken. Das ist wirklich so ein. Auf ein Handy würde ich es vielleicht noch zocken. Das kann auch sein, dass es auf ein Handy gibt. Und zwar heißt das Spiel Clocky. Clocki geschrieben, gibt es auf Steam zumindest. Bei mir habe ich es auf Steam gekauft für irgendwann, weiß ich nicht, 99 Cent oder so. Das ist so ein typisches Puzzle 99 Cent Spiel. Und zwar hast du da einen, wie soll man das beschreiben? Das ist total schwierig zu beschreiben. Du hast da eine Ebene, meinetwegen eine glatte Ebene und das ist ein blaues Feld und dann sind da meinetwegen hast du verschiedene Quadrate. Auf den einen Quadrat ist ein Punkt, auf den einen ist ein Streifen. Und dann musst du die Felder so hin und her tauschen, dass du dann ein Bild hast. Meinetwegen, dass du dann eine gerade Linie innerhalb dieser Felder hast. Versteht man, wie ich das meine? Es ist schwierig. Ansonsten, wenn euch das voll verwirrt, guckt mal, also jetzt die Zuhörer, schaut euch mal Gameplay an. Ja, das kann man ganz schwierig erklären, ist aber total simpel. Klickst halt einfach nur hin und her, verschiebst da einfach Felder und dann irgendwann statt gerader Flächen ist es dann ein Würfel und so weiter. Und das ist eigentlich super entspannt und halt auch ein Gelegenheitsspiel, Puzzlespiel. Und genauso wie bei Bejeweled mit entspannter, chilliger Musik. Ja, das ist für mich richtig viel gut, auch hier. Um mal zu spoilern, es kommt gleich schließe ich nochmal die Trilogie sozusagen ab, in denen ich nochmal einen dritten Titel dieser Art vorstelle, aber dann kommen auch mal andere Titel. Das war's. Mehr kann man zu Glocki nicht sagen. Na, Wahnsinn. Ja, das ist halt einfach ein Feeling so. Du bist da drin und du klickst ein bisschen durch die Gegend, hörst chillige Musik. Das mag ich. Mag ich sehr gerne. Olli, was magst Warum du denn nicht? sehr gerne? Ja, also ich hatte ja jetzt, Du alter Pirat. genau, jetzt sind wir, das war ja 1987, jetzt bin ich bei. Nee, wann war das? 86. Ach, dann siehst du, Mensch. Nee, ich habe jetzt ein Spiel, da komme ich jetzt durcheinander mit meiner Liste. Ich wollte ja eigentlich chronologisch vorgehen. Ich habe jetzt ein Spiel, das ist sogar noch älter als Pirates, nämlich OutRun. Und das ist nämlich von 1986. Und zumindest 86 kam es in die Spielhallen. OutRun ist ein Rennspiel.
was keinen realistischen Anspruch hat, also ich würde sagen, so ein Arcade-Rennspiel, also so ein, ne? Ja, ist ein Spiel, wie gesagt, war damals sehr bekannt und sehr berühmt in der Arcade, also in den Spielhallen. Ich habe es allerdings nicht in der Spielhalle zum ersten Mal gezockt, sondern auf dem Sega Master System. Und das war dann wiederum 1987. Und was dieses Spiel anders macht, ich kannte vorher natürlich auch schon andere Rennspiele, wie Pole Position oder was auch immer, so die ganz alten Geschichten. Und bei diesem Spiel ist es komplett anders, würde ich sogar sagen, weil erstens, wenn man das anmacht, du siehst von vornherein schon, alles ist sonnig, es ist schön bunt und es spielt halt in Kalifornien. Also das heißt, du fährst nicht nur immer am Strand lang, sondern hast halt auch mal ein bisschen Wüste. Ich glaube, Wälder waren dann auch so und so. Aber alles immer schön sonnig, immer sehr relaxed. Auch die Musik war dementsprechend sehr schön. Und es ist, ich habe mich im Vorfeld nochmal schlauer gemacht darüber, es ist das allererste Spiel, wo man seine, mal abgesehen von der ersten Strecke, wo man seine Strecke aussuchen kann. Das heißt, es hat sich dann immer nach jedem Rennen, nach jeder Strecke, die du gefahren bist, sagen wir mal, die erste Strecke war, glaube ich, auch am Strand. Und danach hat sich dann, konntest du entweder, was weiß ich, durch den Wald fahren oder halt eben durch die Wüste oder so. Das konntest du dir dann aussuchen. Das war das allererste Spiel, was das ermöglicht hat. Und es war das allererste Spiel in der Spielhalle. Ich habe leider den Automaten so nicht gesehen, also diesen jetzt, den ich jetzt erzähle. Und zwar, wo man halt wirklich, nicht nur mit Lenkrad, wo man gesessen hat, sondern was halt auch so mit Hydraulik war und so, also so richtig diese teuren Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob es das hier in Europa auch gab, zumindest in Japan gab es das. Ich kenne den normalen Automaten mit Lenkrad, so saß er zwar auch drin, aber war ohne Hydraulik. Und den fand ich natürlich schon sehr cool. Ja, den fanden, glaube ich, alle sehr cool, weil da war immer so eine Menschentraube drumherum. Ja, und das war halt das Schöne immer bei diesen Sega Mastern, war ja immer, dass Sega halt ihre Spiele, die sie halt für die, und die haben ja sehr viele Spiele für die Arcade gemacht, auch immer für ihre Konsolen rausgebracht haben, natürlich in abgespeckter Grafik und so weiter. Und war aber trotzdem okay halt für die damalige Zeit auf dem Sega Master System. Es gab es, glaube ich, später auch für Mega Drive und für PC und so gab es das sowieso dann später noch. Ja, war ein Mega-Erfolg und ist für mich auch einer der schönsten Rennspiele überhaupt. War ein echt tolles Spiel. Das kennt ihr sicherlich, ne, oder? Florian, kennst du dieses Spiel? Ich muss Kevin den Vortritt lassen. Achso. Warum das? Kevin? Erläutere ich gleich. Ich kenne es ja. Ich hab's aber, glaube ich, hätte es niemals bei Feelgood eingesortiert, weil das aus dieser Generation ist, wo man immer für einen gewissen Abschnitt in der Zeit schaffen musste zum Checkpoint, damit man weiterfahren durfte. Und das habe ich irgendwie früher nicht so richtig hingekriegt. Da Dementsprechend war gebe ich das dir eher recht und frustig für mich ja. als viel gut. Nee, da hast du auch recht und da drückt mich jetzt natürlich auch ein bisschen so die Vergangenheit. Es war, wo ich das Spiel, also ich hatte das, wie das halt früher so war, man hat ja die Spiele bis zum Erbrechen gezockt, weil man hat ja nicht so viele Spiele gehabt, wie es heutzutage ist. Und ich konnte das dann quasi im Schlaf durchziehen. Also für mich war das dann total locker flockig und dann konnte ich dann auch mehr. Noch mich noch mehr auf die Musik konzentrieren und auf die Umgebungsgrafik und so. Aber du stimmt schon, wenn du das erste Mal spielst, ist es schon, du musst natürlich die Kurven und so weiter musst du kennenlernen. Und generell ist das jetzt eine kurvige Strecke, eher was Gerades, wo du richtig Speed gibst und so. Das stimmt, dann ist es vielleicht am Anfang noch nicht gleich so ein Feelgood-Spiel, aber später war es das für mich, weil ich das halt in- und auswendig kannte. Ja, das ist halt legitim. Florian, wolltest du noch was? Ja, und zwar, es ist so, die Reise beginnt im Jahre, weiß ich nicht, in den 90ern. Spanien-Urlaub, dort gab es, wir hatten ja in Deutschland keine Arcade-Kultur gehabt, anders als in anderen Ländern. Spanien-Urlaub und es ist so, für 25 Pesetas, das waren umgerechnet, keine Ahnung, paar Pfennig, zu der Zeit weit vor der Euro-Umstellung, konnte man OutRun im Arcade-Automaten zocken. Fragt mich aber nicht, welche Variante das war. Ich würde mal tippen, auch ohne Hydraulik, weil mir das nicht so. Mit Hydraulik sind mir eher andere Racing-Spiele, hier Cruisin' USA und sowas in Erinnerung geblieben.
Aber also ich glaube, es war ohne Hydraulik. Jedenfalls als Arcade-Automat, das war meine erste Berührung mit OutRun. Und das, obwohl ich ja nun sehr, sehr viele C64-Spiele auch gespielt habe, bis dahin schon. Denn auf dem C64 vor allem gibt es auch sehr, sehr viele OutRun-Versionen. Es gibt sogar eine Europa-Version von OutRun, die aber leider nicht so gut ist, die auch in Europa entwickelt worden ist. Und das merkt man. Da hat Sega leider so ein bisschen die Lizenz und den Namen sehr schnell rausgerückt und dementsprechend gibt es da sehr, sehr viele Ableger, gerade auch aus der C64-Zeit, die dann offiziell rausgekommen sind, die nicht immer alle von Qualität sind. Ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls, das habe ich sehr, sehr gerne im Urlaub gespielt, hat meine Eltern zur Weißglut getrieben, dass ich da ein 25-Peseta-Stück nach dem anderen gefordert habe, um das zu zocken. Bis dann irgendwann gesagt wurde, so jetzt ist gut. Eben genau aus dem Grund, den Kevin genannt hat, weil man in dem Alter das nicht unbedingt so hundertprozentig raus hatte mit den Zeitlimit. Das Ganze denn da immer zu erreichen, ist natürlich auch als Arcade-Version dementsprechend etwas schwerer, denke ich mal. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass es der Sinn dahinter ist ja, du sollst Geld investieren, also gehe ich mal davon aus, dass es auch ein bisschen schwerer sein wird in der Arcade-Version im Vergleich jetzt zur Mega Drive-Version. Ich weiß es aber nicht, ne? Das ist jetzt nur eine Vermutung. Und weshalb ich jetzt so weit aushole, ist, dass ich jetzt gerne, wenn euch das nicht stört, meinen quasi übernächsten Titel vorziehen würde von meiner Liste. Das ist nämlich OutRun Coast to Coast. In meiner Okay. Feelgood-Liste. Es gibt ja ein offizielles OutRun 2, was für PS4 und Xbox rausgekommen ist. Und dann gab es so eine Art, nochmal so ein Update, ich glaube ein Jahr später oder so. Das haben sie dann Coast to Coast genannt. Und das ist so ein, dadurch, dass es der aktuellste Stand ist, der letzte offizielle Teil in dieser OutRun-Serie, der rausgekommen ist, ist das so ein bisschen unter Fans der, wie soll man es nennen, heilige Gral. Das Spiel ist sehr vergriffen. Das ist selbst auf Konsolen relativ teuer. Also nicht in hunderten Euro-Bereichen, aber das kriegst du nicht mal eben für einen Fünfer oder so. Und ganz schlimm ist es auf dem PC. Das heißt, auf dem PC hat man das ja selten, wenn das ein normales Spiel ist, jetzt keine Collector's Edition, dass du für ein PC-Spiel irgendwie viel Geld ausgeben musst. Und da ist es tatsächlich so, für die PC-Version legst du ganz gut was hin. Das hat einen ganz guten Grund, nicht nur weil es sehr gefragt ist, sondern weil du es nirgendwo findest. Es gibt es nicht auf Steam und so weiter und so fort. Das ist ein großes Problem, weil OutRun Coast to Coast hat eine sehr, sehr große Fan-Community. Das heißt, bei mir aktuell auf meinem System, das ist sogar der erste Titel, den ich im September auf meinem PC hier installiert habe, auch wenn ich da vorher tatsächlich noch nicht drüber geredet hatte. Es gibt HD-Mods, die das Ganze bis in 4K hochrechnen, in vernünftigen 4K und dementsprechend sieht das Spiel auch heute noch sehr ansehnlich aus. Wer da Interesse hat, kann gerne mal im YouTube-Kanal von Gregor von Rocket Beans gucken. Der hat da Tutorial-Videos und so weiter gemacht, wie man das einrichtet. Der hat da, glaube ich, auch einen Link zu der Seite archive.org ist das, glaube ich. Das ist so eine Seite, wo Leute alte PC-Programme und Spiele und so weiter, die so nicht mehr verfügbar sind, archivieren und gratis anbieten. Und da ist auch OutRun Coast to Coast kostenlos runterladbar. Keine Ahnung, wie legal das ist, aber wie gesagt, du kannst es halt offiziell nicht mehr kaufen. Also es ist halt, ich hätte es gerne zum Beispiel über Steam, das wäre für mich das Idealste, aber gibt es halt nicht. Jedenfalls kann man sich das da mal reinziehen und es sieht unfassbar gut aus, ist schöne Musik, schöne 3D-Grafik, ist auch heute noch durch diese 4K-Mod extrem schön und hübsch. Und ja, das ist halt, wäre jetzt mein übernächster Feelgood-Titel gewesen, weil das ist etwas, ja, du hast diesen Zeitdruck in Anführungsstrichen, aber da geht es mir dann ähnlich wie dir, das einfach insgesamt vom Gesamtpaket her total geil und da kann man abschalten. Ich zumindest. Hat das mal von euch jemand gespielt? Nee, da muss ich leider passen. Also das habe ich. Ich habe erst vor relativ kurzer Zeit von der Existenz erfahren, also insofern. Das Schlimme ist ja, das Spiel war tatsächlich auf Steam. Und ja, es ist halt dann irgendwann, ist ja öfter mal so, dass Spiele auf Steam dann verschwinden wegen Lizenzen und so weiter und so fort. Aber was hier schade ist,
Normalerweise bei anderen Spielen geistern ja noch jahrelang irgendwo auf einschlägigen Steam-CD-Key-Seiten noch, kannst du noch Codes kaufen, und das ist hier tatsächlich nicht so, ne? Ich habe zum Beispiel Duke Nukem Manhattan Project ist ein Spiel, was ich unglaublich gerne mag. Und das war auch mal auf Steam, kannst du aber auf Steam nicht mehr kaufen. Das habe ich dann auf einer Steam-Key-Seite dann nochmal für einen Zehner oder so gefunden und habe es jetzt tatsächlich dann bei mir nochmal in der Liste und kannst jederzeit zocken. Das ist natürlich ganz geil. Aber ja, bei Outrun geht's nicht. Wenn ihr das offiziell haben wollt, ich glaube, PC-Version ist irgendwie so bei 40, 50 € oder so. Also ist schon nicht ohne für ein PC-Spiel. Sehr ungewöhnlich eher. Monolog Ende. Olli, was hast du da angestellt? Wieso was? Du, Ja, ach du. so, wegen dem Spiel. Ja, Kevin, du wurdest aber übergangen. Jetzt bist du ja nochmal dran. Ich, Hau ja, nochmal. das passte halt gut, deswegen habe ich gedacht, Nein, ist ja in scheiße. Ordnung. Alles gut. Aber Schön, ist auch schon bevor mal ich. schön, dass ihr Überschneidungen habt. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, aber. Also indirekte Überschneidung. Ja, Kevin, dann. Ich überlege übrigens gerade, ob ich dieses, ich bin ja schon so alt, ob ich das jetzt, statt es rauszuschneiden, ganz am Anfang des Podcasts vor dem Intro. Aber das ist ein Thema für eine andere Stelle. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt, wo wir jetzt sind, wir ja bei Auto fahren und da ist ja schnell, ob ich dann an dieser Stelle einfach mal das Spiel erwähne, auch weil das etwas schnellere Reaktion verlangt und deswegen per meiner Definition hier gar nicht wirklich reinpasst. Aber ich denke, Florian wird gleich wahrscheinlich grinsen oder nicken, wenn ich sage, warum das bei Feelgood ist. Nämlich Doom 2 Hell on Earth. Ist ja wenigstens die Mundwinkel heben sich. Weil das hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich glaube 96, 97, ich weiß, 98, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall existiert das schon ein paar Jahre. Aber ich spiele immer noch in unregelmäßigen Abständen immer wieder gern. Auch die Originalfassung meinetwegen noch ein bisschen aufgehübscht, wie heißt das mit GZ Doom oder so, dass man das mal 16 zu 9. Aber das ist halt kein Spiel mehr, das mir großartig irgendwas abverlangt, geschweige denn, dass ich auf eine Story, achten müsste, die kann ich ja im Intro kurz lesen. Sondern das ist halt viel gut, weil da kann man mal mies gelaunt nach Hause kommen und sagte ich, so, jetzt mache ich Level 1, 2, 3, bretter ich einmal durch, zur Not halt mit den Cheatcodes, die sich ja von damals bis heute in den Kopf gebrannt haben, hier IDD, QD, IDKFA und wie sie alle heißen. Und dann brettert man da halt einfach durch, mäht alles über den Haufen, macht wieder aus, hat sein Viertelstündchen verbraucht, wenn überhaupt, so für die ersten 3 Levels, und dann macht man es wieder aus. Und das ist halt so, ja, das ist halt so das viel gut Gegenstück zu den anderen, weil dem anderen ist es dann eher so ruhig und gemächlich, wird man nachher noch merken, und echt so runterfahren, und das ist halt auch runterfahren, aber auf andere Art und Weise. Und das Ja, ist ist halt ja auch ein. Riesennostalgie halt auch damit spielt, so. Das ist ja eins zu eins auch das hatten wir in unserem Podcast, glaube ich, schon besprochen. Ne? Wir haben ja im meinem Mini-Podcast Lass uns über Spiele reden, haben wir, war das nicht sogar die erste Folge? Gut Haben wir möglich. über Doom ja auch gesprochen und hatten wir das ja auch schon erzählt. Ne? Da hatte ich ja gesagt, das deckt sich ja mit dem, was mein Onkel mir immer erzählt. Mein Onkel ist ein ganzes Stück älter als ich und der hat das damals genauso immer gehabt. Ne? Wenn die damals, er und seine Ex-Frau von der Arbeit gekommen sind und hatten einen beschissenen Tag, dann sind sie da genauso wie du erzählst in Doom Cheatcodes einmal durchrennen und der Tag war wieder gerettet. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen und kenne das. Und ja, warum nicht? Es ist auf jeden Fall auch dann perfekt sozusagen für das Thema. Viel gut, ne? Ja, Entspannung runterkommen, wenn man das halt so ein bisschen so noch auffächert. Und das auch schon abgehandelt. Kann man, also, wenn man Leuten, die spielen, noch irgendwas über Doom 2 sagen muss, dann, oder Doom erklären muss, dann würde ich wahrscheinlich schon Fragen gucken. Wo ich jetzt gerade mal eine Anekdote in den Raum schmeißen möchte. Völlig fernab vom Thema. Wir haben eine Azubine bei uns. 16 Jahre jung. Oder wenn man gleich, wenn ich gleich die Geschichte erzähle, 16 Jahre alt. Die hat keine Ahnung, wer Spider-Man ist. Noch nie gesehen, nie von gehört, wo ich mich frage, ich habe sie völlig, wahrscheinlich völlig entgeistert angeguckt, weil ich kann verstehen, dass man sich für sowas nicht interessiert, aber man ist 16.
im Jahre 2021 und hat nie von Spider-Man gehört. Wie schafft man das? Schon heftig, ja, ehrlich. Das wollte ich, fiel mir nur gerade so ein, weil wegen du müsste eigentlich jeder kennen. Aber so, Ali wäre wieder dran. Das, hießen die Comics nicht irgendwie Spinnenmann früher? Oder Spin, wie hießen die denn? Die Spinne, die Spinne, Spinne. ja. Die Spinne, ja. Vielleicht kennst du das. Nee, wenn die 16 ist, dann ist die schon, der hieß ja schon Ja. Spider-Man. Aber wie gesagt, Olli ich. hört nicht, Olli hört nicht so gut, er hat 60 verstanden. Nein, ist mir schon klar. Nein. Ich kenne halt die aktuellen Comics nicht, ich wusste nicht, aber gut. Mein nächstes Spiel, ja. Wir kommen jetzt mal, jetzt machen wir mal einen zeitlichen Sprung und ich habe als nächstes hier stehen Stronghold. Ist ein Echtzeitstrategie, auch für mich ein Mega-Klassiker, ein Spiel, was ich geliebt habe und immer noch liebe. Kann man immer noch gut spielen. Und zwar, es gibt ja viele Teile schon mittlerweile. Auch jetzt erst vor kurzem ist ein neuer Teil rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das spielt in Japan, aber das ist nicht so meins. Ich rede jetzt hier nur vom ersten Teil, natürlich, weil das ist nach wie vor der beste. Das ist nicht nur meine Meinung, das ist generell, sagen alle. Und ja, Stronghold. Es geht halt darum, wie gesagt, ein Echtzeitstrategie-Spiel. Man hat am Anfang die Möglichkeit, sich auszusuchen, spiele ich jetzt die Kampagne. Geht über 10 Runden, glaube ich, oder ein Dutzend, weiß ich jetzt gar nicht so. Oder halt, man macht so Freispiel. Man kann, glaube ich, auch aussuchen, ob man das ganze Spiel ohne Kämpfen, also jetzt nicht die Kampagne, aber wenn man dieses Endlosspiel macht ohne Kämpfen, da hat man halt nur diese Wirtschaftskreisläufe. Es geht halt darum, man muss halt eine Burg aufbauen. Also wenn ich jetzt mal, ich rede jetzt mal von der Kampagne, eine Burg aufbauen und beginnt halt, dass man halt diese Ressourcen sammelt, wie man das halt kennt, auch von anderen Spielen, Age of Empires oder so. Aber hier ist es halt ein bisschen anders. Hier hat der Vorrang natürlich der Aufbau der Burg und der Armee, wobei halt die Burg schon wichtiger ist. Nee, Armee ist auch schon wichtig, klar, aber irgendwie die Burg ist halt so das Bollwerk gegen den Feind, der halt immer wieder versucht, auch ein bisschen, ja, zu. Erst stichelt er so ein bisschen, so kleine Überfälle, später natürlich dann, wenn er auch seine Armee aufgebaut hat, die man natürlich nur dann aufbauen kann, wenn ein Held auch alle Wirtschaftskreisläufe in sich greifen und es alles gut floriert und man auch die Zeit und die Knete hat, sage ich jetzt mal, um richtige Ritter auszubilden. Oder halt, es sind nicht nur Ritter, sind halt Pikeniere und so weiter, halt, ne, was halt es gab. Ja, und deswegen bei mir Feelgood-Spiel, man könnte jetzt sagen, ja, okay, es ist stressig, aber nee, ich fand es jetzt nicht stressig. Also die KI hat sich sehr gut zurückgehalten, man konnte in aller Ruhe seine Burg aufbauen. Klar, es hin und wieder, wie ich schon erwähnt habe, kommen so kleine Übergriffe von dem Feind, irgendwie von dem KI-Gegner. Das war aber alles Pillepalle irgendwie. Es war eigentlich relativ einfach, wie ich fand. Und es war sehr gemütlich. So stelle ich mir immer Anno vor. Ich gebe zu, ich habe Anno bis jetzt immer nur ganz kurz angezockt. Ich könnte mir vorstellen, dass Anno auch so ein Feelgood-Spiel ist. Aber mir ist es halt eben Stronghold. Weil ich hier halt auch das Setting, wie ich dieses Mittelalter mit diesen Burgen, mag ich halt lieber als jetzt. Diese Anno-Sachen, die ja alle etwas später spielen. Aber nichtsdestotrotz, also Anno habe ich auch mal Bock, richtig rein, viel Zeit reinzubuttern, so, das wollte ich sagen. Aber wie gesagt, Stronghold hatte halt auch so eine schöne Musik, die im Hintergrund dudelt, hat einen tollen Sprecher gehabt. Und ja, ich meine, klar, wenn später so die große Schlacht kam, bei jedem Level gab es dann halt am Ende so eine Schlacht, dann wurde es natürlich schon ein bisschen stressiger. Aber bis dahin hat man ein sehr entspanntes, ruhiges Gameplay mit einer entspannten Musik, entspannten ja, Setting halt so, wie ich das schon ein paar Mal erwähnt habe. Und ja, habe ich immer sehr genossen. Habt ihr das mal gezockt, diesen Klassiker? Aus dem Übermorgenland. Nein. Schon wieder nein. Also gerade, Kevin, du enttäuscht mich. Du bist ja so in meinem Alter. Aber ich bin kein Strategiemensch. Das weiß ich, hast du mal gesagt, Also aber. ich war, ich habe früher gerne gespielt, aber das hörte so ziemlich mit dem ersten Command & Conquer, glaube ich, auf. Und also danach so irgendwann. Okay. Also Schade. eigentlich war ich nie Strategiemensch. Ich habe nur gerne, ich glaube damals Warcraft 2 und Dune 2 gespielt. Aber du hast doch mal, du hast doch, hast du schon ein paar Mal erzählt, dass du zum Beispiel Anno hattest du neulich beim letzten Podcast, glaube ich, Ja, hast du mal gespielt. würde ich jetzt auch Das ist gerade ja mit hin anschließen, aber das ist okay. keine Strategie, nicht wirklich. Ist nicht, ja, gebe ich dir recht, aber Stronghold ist halt vom,
vom Beginn eines Levels zum Beispiel ist es ja genau ähnlich. Du baust ja auch erstmal was auf. Und diese Schlachten selber, die kannst du relativ kurz halten. Und es ist nicht so stressig. Also die Schlachten sind wirklich nicht so stressig, wie ich finde. Und es hat sehr viel mit Aufbau zu tun. Also ich sag mal zu 90, naja, zu 80% besteht das Spiel ja nur auf Aufbau. Und das finde ich eigentlich, Aber ja. Anno ist ja auch eine Wirtschaftssimulation, ja. Du musst Ja, ja aber ist ja, wirtschaften. ist jetzt bei Songhold sicherlich alles ein bisschen rudimentärer, aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch Wirtschaft, sondern ohne Wirtschaft kannst du gar nichts machen. Du brauchst Eisen für deine Rüstungen, du brauchst natürlich Fressen und alles Mögliche. Du hast einen Händler, der ab und zu mal da, du hast einen Marktplatz und so, also du musst Steuern eintreiben und so, also so schon auch. Natürlich nicht so komplex wie Anno, da gebe ich dir recht, aber. Naja, okay. Also ich kenne Stronghold nur von einem Kumpel von mir von damals, der hat das gesuchtet wie ein Bekloppter, der hat nichts anderes gespielt. Und ja, wir haben immer ein bisschen zugeguckt, so weiß ich auch nicht, wie, es war damals so, man hat dann so ein bisschen auf den Haufen gehockt, so mit seinen drei, vier Naja, Leuten. klar. Einer hat dann gezockt, die anderen haben zugeguckt und haben einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Scheiße gelabert und einfach Zeit miteinander verbracht. Und der hat das halt ohne Ende gezockt, ne? Das hat dann auch niemanden interessiert außer ihm. Aber der hat da ganz viel Spaß mit gehabt und das kann ich mir schon gut vorstellen. Also es war tatsächlich für mich auch nix, aber Wäre ja. es denn heute was für dich oder würdest du auch sagen, na, nee. Nee, tatsächlich nicht. Nee, okay. Aber Aber ich, das das ist, schade ja. das war da, war das nicht auch da, dass du da statt einer einzelnen Einheit irgendwie so eine Art Bataillon oder so befehligst oder so mehrere Einheiten gleichzeitig rumschickst oder Kannst du sowas? auch, ja klar. Aber es war natürlich nicht im Stile von Total War oder sowas oder nicht mal von Age of Empires. Das sind alles eher kleinere Einheiten gewesen. Im ersten Teil. Im zweiten, da sieht es anders aus. Da konntest du schon richtig große Armeen aufstellen. Wir reden aber jetzt nur vom ersten Teil. Ja klar, gab es da auch schon, da hast du vielleicht so 300 People da gehabt irgendwie, aber ist für mich jetzt keine Riesenarmee. Sowas wie Cossacks oder so, wo du da richtige Tausende Stimmt, haben kannst. Cossacks war das mit diesen, wo du da Ja. richtig Bataillonen rumschickst. Ja. Ja, das, ja, Da geht es auch ganz anders zur Sache. ich krieg die Spiele manchmal durcheinander. Cossacks hat er denn, war das davor oder später? Danach, 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 später. weil das hat er später, da gab es ja unendlich viele Teile, die ich alle Ja. nicht auseinanderhalten kann. Das hat er dann danach immer gespielt. Hat Auch auch einer niemand meiner absoluten interessiert. Lieblingsspiele, aber das ist dann schon kein Feelgood mehr, weil da geht's dann, da wird halt wirklich viel, geht's um Schlachten und Gefechte und so weiter, da weniger um Aufbau auch, aber das noch weniger als bei Stronghold. Ja, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Aber ich mache jetzt mal kurz den Florian und weil es gerade passt und weil du schon erwähnt hast, schmeiße ich es einfach hinterher in den Raum, weil es auf meiner Liste mit steht, Anno 1800, jetzt der aktuellste Fall. Ich gucke immer mal wieder in welche Reihen. Also genau genommen, eigentlich habe ich jetzt angefangen da reinzugucken seit den 20ern. Was ist das? 2050? Nee. 20. Es muss ja irgendwie eine neue geben. Also wie hieß denn das? 20. Egal, und zwei, 70? ich glaube 2250 und 2070, genau, die beiden. Und dann jetzt halt 1800. Und ich muss gestehen, den Teil der Wirtschaftssimulation, den begreife ich noch nicht. Ich krieg's immer noch nicht so vernünftig. Also ich habe mich auch noch nicht so richtig reingesteigert, weil es halt, es ist hier auf meiner Fehlliste, weil halt hier ein Häuschen hin, da meine Farm hin, dann mal reinzoomen, gucken, was machen die Leute und Ressourcen ansammeln und dann baue ich Ja. wieder was. Aber eigentlich müsste ich jetzt von Feelgood so den nächsten Step gehen und mal gucken, so wie handle ich denn jetzt mit den anderen Muftis. Und da bin ich noch nicht. Ich bin dann eher so, dann klicke ich da mal das Schiff an, dann sage ich, hier, hol mir bitte mein Treibgut. Ja, das mache ich, klick, dann beobachte ich mein Schiff, wie es dahin fährt. Also bis jetzt ist das nur auf der Feelgood-Liste, noch nicht auf der Playgood. Also Playgood im Sinne von, ich spiele es noch nicht. Gut, ich habe es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, da Handelsrouten zu einzurichten, damit meine überschüssigen Waren mal einen Empfänger finden und so Blödsinn. Was ja eigentlich denn nachher auch so der Sinn des Spiels ist, weil du nie alles, was du brauchst, auf deiner Insel anbauen oder abbauen kannst, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber dieses Aufbauen und Zugucken, das ist so der Feelgood-Teil für mich. Halt der Okay. bis jetzt halt der Teil nur, auch nur den ich bisher für mich erschlossen habe. Ja, Anno gilt bei mir das gleich wie bei Stronghold oder bei anderen Sachen wie Cossacks und so. Da
habe ich, also zu Anno habe ich noch weniger Bezug als zu Stormhold. Ich kenne es, ich habe es schon öfter irgendwo gesehen, aber leider nie selber gespielt und auch leider, leider, auch wenn es sehr, sehr Klassik behaftet ist, gerade auch für ein deutsches Spiel, kein Interesse dran. Geschmäcker sind verschieden. Ja, also ich kann dir auch nicht sagen, was genau das ist, was mich da nicht dran reizt. Ich muss, glaube ich, gestehen, zum Großteil ist das, man merkt es ja an den Teilen, wie gesagt, 2070 und 2250 und 1800, das sind die neuesten. Da war natürlich auch, da guckst du Videos an und denkst, boah, sieht das geil aus. Und dann machst du die halt auch mal an, und dann zoomst du, wie gesagt, du kannst ja ziemlich weit reinzoomen. Und dann beim 1800, dann siehst du halt da mal einen Delfin aus dem Wasser springen, da schwimmt ein Schwertfall rum, da läuft eine, was ich was für ein Tier im Wald. Also das ist schon, allein das ist halt so viel gut, du mal reinzoomen und beobachten. Und denkst so, was die sich für Mühe gegeben haben, für einen Kleinkram, den, glaube ich, Hardcore-Spieler wahrscheinlich nicht mal wahrnehmen, weil die in höchster Zoom-Stufe nur ihre Gebäude und Kreisläufe da basteln. Also das ist schon, das ist so der Grund, weswegen ich wahrscheinlich so bei den jüngeren Titeln eingestiegen bin. Also der neueste Teil, der sieht auch unfassbar gut aus, ne? Also das muss man schon sagen. Ja. Aber dann bin ich, weil ich da rein, bist, nein, bist du dran? Wärest du dran, wenn du noch was hast, weil ich mich da wieder reingezwängt habe? Ja, da ich ja sowieso sehr viel geredet habe, wie gesagt, ich schließe meine Puzzle- und Freitagnachmittags-Trilogie einmal ab mit dem wunderschönen kleinen Spiel Ichi. Das wird geschrieben ICHI. Und gibt es auch auf Steam, war auch ein 99 Cent Titel. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt alle so kosten. Ist eigentlich fast so ähnlich wie Clocky aufgebaut, aber natürlich ein bisschen anders. Das sieht aus, als hätte man mit einem Bleistift auf einem Papier eine Map gezeichnet. Ja, also einfach, meinetwegen ein Quadrat. Und in diesem Quadrat hast du zum Beispiel verschiedene Hindernisse, so Balken und so weiter. Und du hast einen Ball, der fliegt halt in eine Richtung. Dann kannst du den durchschieben von diesen bestimmten Sachen. Zum Beispiel Dreiecke kannst du dann nach links drehen, nach rechts drehen, dass der Ball halt nach links oder nach rechts fliegt und muss dann zum Ziel kommen. Also du musst einen Ball lenken, der zum Ziel kommt mit verschiedenen Mitteln. Und mehr ist es eigentlich auch nicht. Ist aber sehr schön. Da hast du später Hindernisse, wo der Ball kaputt gehen kann und so weiter. Ist super schön, super angenehm. Auch da wunderschön, wunderschöne Soundkulisse. Ja, kann man machen. Nur. Okay. Hat keiner Du peitschst da gespielt? hier richtig durch heute, Mensch, was ist los? Ja, jetzt mein großer nächster Titel mit Outrun Coast to Coast wäre ja jetzt gekommen, aber der ist ja dann weg. Aber ich merke Alter. schon so die Unterschiede in dem Feel Good, das finde ich schon durchaus spannend. Weil ich Na so. ja, also es kommen noch sehr extreme andere Sachen, sagen wir es mal so. Ich bin bald durch hier, Leute. Nein, ich habe mich heute wirklich aufs Wesentliche beschränkt. Ich hab noch zwei bis drei größere Sachen und noch einen vierten hinterher. Dann wäre ich eigentlich tatsächlich auch schon durch. Ich habe nur noch zwei. Okay, soll ich noch einen raushauen? Ja, los, komm dann. Komm dann, ich gebe euch noch einen. Der war ja zu kurz auch. Ja, gut, aber davor habe ich ja so viel gequatscht. Ja, was nehmen wir dann als nächstes? Ja, dann komm, dann bleiben wir doch bei Aufbau, Strategie und so weiter. Ich habe nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt zwischen zwei Klassikern im Aufbau, Strategiespielsektor, nämlich einmal Age of Empires 2. Cool. Und Age of Mythologies. Und Nie wenn ich gehört. das Ganze so rekapituliere, muss ich gestehen, dass mein, ja, fast schon, ja, Guilty Pleasure kann man nicht sagen, weil das halt nichts ist, für das man sich schämen müsste. Aber das irgendwie stiefmütterlich behandelte Age of Mythology habe ich mich, ist denn das, für das ich mich entschieden habe, als Feel-Good-Spiel, weil das im Vergleich zu Age of Empires 2 immer noch das Spiel ist, was mir dann immer noch sehr wichtig ist und was ich tatsächlich auch in der modernen HD-Version mir gekauft habe, in der Definitiv-Version und da auch ab und zu ganz gerne spiele. Das heißt, Age Mythology of... hat auch eine, Entschuldigung. Die haben auch Ja. eine. Ach, Ja, ich habe das das nur von den Age kam of aber Empires schon... mitgekriegt. Ich habe ja hier noch auf dem PC gerade Steam laufen.
Wo ist es denn? Ach Ach so, doch, unter A stimmt, jetzt kann ich natürlich. mich dran erinnern. Age of Myth, nicht Definitive Edition, sondern Extended Edition, Entschuldigung. Und die ist aber, läuft halt auch in modernen, ja, wie soll man das nennen? Modernen Gewand, sage ich mal. Das Spiel ist ja jetzt im Vergleich zu jetzt Age of Empires 2 nicht so alt gewesen. Und die Extended Edition ist von 2014. Und du hast es halt, ja, kannst da halt auch hohe Auflösungen auswählen. Es ist endlich in 16 zu 9. Du hast halt HD-Texturen und so weiter. Das ist schon deutlich aufgewertet und macht mir sehr viel Spaß. Wenn da jetzt nochmal eine neuere Version kommen würde, wäre ich tatsächlich auch wieder dabei, weil, ja, oh, ich sehe gerade hier, es hat einen Metascore von 66. Das ist so traurig. Es ist eigentlich genau der gleiche Käse wie Age of Empires, nur mit dem Twist, dass du dir eine statt nicht nur eine Nation, sondern auch noch eine Gottheit auswählst, meinetwegen ägyptischen Gott. Da hast du, glaube ich, drei verschiedene, zwei verschiedene. Und die haben dann halt, funktionieren so Warcraft-esque wie so ein Held, der dann nochmal eine extra Fähigkeit hervorrufen kann, weil sich dann wählst du Zeus und kannst einen Gewittersturm erzeugen oder sowas. Und das ist nochmal so ein extra Twist, den das Ganze bietet. Und ich finde es eigentlich extrem gut. Keine Ahnung, was die Leute dagegen haben. Das ist, wie gesagt, auch damals schon so gewesen, als es neu war, dass es sehr stiefmütterlich behandelt worden ist und eher nicht so gut ankam. Ich war derjenige, der auf LAN-Partys immer sehr extrem genervt hat, dass wir es mindestens einmal auf jeder LAN-Party sehr ausgeweitet gespielt haben. Also, das heißt, wir haben das Match gestartet dann in der LAN-Party und dann haben wir immer eine Stunde oder so. Ich glaube, eine Stunde war das immer Zeit gegeben, sich zu entwickeln, aufzubauen, bevor man sich und davor durfte man sich nicht angreifen. Das schon mal ganz geil, weil dann haben du kannst dann Leute konntest du immer direkt anschreiben, dann haben dann manche da immer schon so heimlich einen Pakt geschlossen und so. Das war schon, war ganz geil. Naja, gut. Age of Mythology, Leute. Mehr Liebe dafür. Da sag ich gleich wieder, bevor Olli, der sich schon gefreut hat, was dazu sagt, Age of komplett an mir vorbeigegangen. Egal welche. Also Existent, klar, ist mir bekannt auch, dass sie an vier arbeiten, dass sie jetzt, glaube ich, 1, 2, 3 in das eine mehr, das andere weniger aufgearbeitet haben. Ich weiß, dass es Mythology gibt. Ich weiß, dass meine Freundin 1, 2, 3 Titel davon im Regal hat und das wohl früher gespielt hat, aber ich selber nicht. Wie schafft man das denn? Weil gerade Age of Empires 1 und 2 waren damals bei jedem Fertig-PC mit dabei. Bei jedem, wo du Windows 95, 98 mit dabei gehabt hast, lag die Disk immer mit dabei. Ganz einfach, man konnte sich nie einen Fertig-PC leisten. Ah, okay. Ja, ich habe jahrelang alte Teile von Verwandtschaften abgestaubt und immer so ein bisschen hinterherhängend nachgerüstet. Ja, also bei mir war es ja ganz anders. Ich hatte ja gar keinen eigenen. Das heißt, mein Vater hat sich dann irgendwann einen PC gekauft, aber irgendwann hatten wir zwei, drei Discs, Originaldiscs, Age of Empires 1 und 2 zu Hause liegen, so. Weil, Ich ja, war behaupte halt nicht, dass immer dabei. ich behaupte nicht, dass ich nicht vielleicht jemals mal eine Disc davon hatte, allein schon durch diese Spielesammlung, die es gab und sowas, Gold Games. Aber da sind dann halt auch andere Sachen, die ich dann eher reingeworfen habe, als bevor ich ein, was ist es eigentlich, Echtzeitstrategie, Aufbaustrategie. Aufbaustrategie, bevor ich sowas reingeschmissen hätte. Ich habe mich ja, wie gesagt, recht schnell, habe den Strategiespielen recht schnell den Rücken gekehrt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, Ja, ich habe mal schade, aber. irgendwann irgendeins gespielt. Ich kann schon gar nicht mehr sagen, welches, aber ich weiß, dass diese Situation an sich mir im Kopf hängen geblieben ist. So, sie können jetzt irgend so eine Aufklärereinheit oder so bauen. Ich so, ja, cool, baue ich mal. So, ihre Einheit ist fertig. So, cool, dann schicke ich die doch mal durch die Gegend. Dann, oh, ihre Einheit hat eine Basis, gegnerische Basis entdeckt und dachte, oh, scheiße, schnell zurückholen. Was mir das Spiel aber nicht gesagt hat, ist, dass die Basis die Aufklärereinheit auch entdeckt hat und dadurch, dass ich sie zurückgeholt habe, wussten, wo sie hin müssen. Und dann kamen die und haben alles platt gemacht und so waren viele meiner Ereignisse in solcher Art Spielen. Deswegen lasse ich da meistens die Finger von. Oder Was ich für ein baue und baue und Trauma. baue und baue. Und währenddessen baut der Gegner schneller und schneller und ich weiß nichts davon, steht schon vor der Tür und sagt, guck, guck, fertig mit bauen, wir machen dich jetzt lang. Und so sind meine Runden, wenn ich sowas mal spiele, deswegen, ich bin zu doof.
Hast du ja niemals dieses Kindheitstrauma gehabt, dass du bei Age of Empires 1 gab es so Mönch, war das, glaube ich, offizielle Bezeichnung. Konntest du Mönch herstellen und dann, das hat der Gegner gerne gemacht, da hat er 10 Stück davon hergestellt, geht zu deiner Armee, dann hat der immer rumgezaubert und deine ganzen Einheiten bekehrt und dann waren das alles nicht mehr deine Einheiten. Das ist ein hartes Kindheitstrauma. Das ist dieses berühmte Wololo, dieser Sound, falls du den mal irgendwo gehört hast, der kommt daher. Die haben immer das so, die haben immer so mit der Hand rumgefuchtelt und dann sind deine ganzen Einheiten weg gewesen. Ach Das haben so, sie dann beim zweiten Teil geändert. Aber naja. Olli, wie sieht das bei dir aus mit Age of Mythology? ja, ja, da, das habe da. ich nie so. Da, da, Nie da. so groß gezockt, muss ich ehrlich sagen. Also ich kenne natürlich Age of Empires 1, 2 und 3. Aber das ging irgendwie an mir vorbei. Ich weiß nicht, also weiß nicht warum. Vielleicht mochte ich das nicht so, weil das zu viel, ja, weil es zu realitätsfremd war. Vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Es geht ja vielen so. Ich kann es dir, ich weiß es nicht. Man müsste Aber zwei da. ist natürlich, 2 ist natürlich geil. Ich hätte nee, ich war bei mir nicht auf, also ich habe nicht dran gedacht, das auf die Liste zu machen, weil da fehlt mir so ein bisschen dieses Ruhige, was ich bei Stronghold hatte da, dieses Ruhige mit dieser Musik und so. Und Age of Empires ist ja schon mehr so auf Krieg und so. Also Stronghold auch, aber wie gesagt, das zieht sich halt, ehe das da erstmal zum Konflikt kommt, zieht sich doch länger hin. Und bei Age of Empires geht es ja doch schneller. Und aber nichtsdestotrotz, das ist ein super Spiel, also ich habe es geliebt, Bei definitiv. Age of Mythology ist es so, ich habe dann sehr häufig immer so in eine Art Endlosspiel gestartet, eine riesige Map, die eigentlich meinetwegen für 8 Leute oder so oder 4 Leute ausgelegt ist. Und dann kannst du da immer kannst du ja immer bei solchen Spielen auswählen, so ein Setting. Ja, soll das jetzt viel Landfläche sein und da kannst du kleine Inseln oder so heißt das. Das heißt, da umgehst du, dass der Gegner dich schnell angreift, da kannst du dir mehr Zeit lassen, um da zu forschen und sowas. Und da muss er erstmal einen Hafen bauen und dann Kriegsschiffe entwickeln. Also bis der soweit ist, dauert das auch noch ein bisschen. Und bei dem Spiel schummelt der auch nicht so doll wie jetzt zum Beispiel bei Age of Empires 1. Ja, und das ist so denn das, wodurch das dann so ein bisschen entspannter wird. Und auch da die Musik ist natürlich mega chillig und ja. Aber da kommen wir noch zu anderen Beispielen, die ihr wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen werdet, warum das Okay. entspannt ist. Gut, so, ich bin jetzt erstmal hier durch. Jetzt seid ihr wieder dran. Ja, um mal den Faden aufzunehmen, oder Kevin, wolltest Nee, du? alles gut. Um den Faden mal aufzunehmen, du sagtest gerade, was ihr nicht versteht. Jetzt kommt ein Spiel, was ihr sicherlich auch nicht versteht, warum ich das reingenommen habe. Und zwar auch für mich ein großer Klassiker, habe ich schon mal drüber gesprochen auf deinem Kanal, Florian. Und zwar Catherine. Das verwundert jetzt sicherlich, weil Catherine ja schon sehr stressige Elemente hat in dem Spiel. Es ist ja ein Puzzlespiel mehr oder weniger, wo man ja Blöcke verschiebt, um da. Ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, das würde alles viel zu lange dauern. Ich nur mal ganz kurz, worum es geht. Also, wie gesagt, es ist hauptsächlich eigentlich ein Puzzlespiel, wo man halt Blöcke verschiebt, um einen Turm zu erreichen, um das nächste Level dann auch zu erreichen. Aber das ist sicherlich auch sehr stressig, das stimmt schon. Aber wann kam das Spiel überhaupt raus? Wann war denn das? 2012, glaube ich, war das, ne? Also schon ein bisschen älter. Also ich habe es damals auf der PlayStation 3 gespielt. Und was ich aber so sehr geliebt habe, was ich halt, warum es für mich ein Feelgood-Spiel ist, ist diese Hub-Welt. Und die war halt in der Bar. Und das habe ich halt sehr, sehr gemocht. Die Bar war auch immer untermalt von so einer jazzigen Klaviergeklimper und so, das verfolgt mich heute noch irgendwie, wenn ich im Bett liege und darüber nachdenke, kriege ich heute noch die Melodie nicht aus dem Kopf, denn, und das ist cool, so, das ist jetzt nicht irgendwie ein Albtraum oder so. Und die Bar war halt immer sehr cool, wo du als Hauptcharakter halt deine Freunde hattest, so, mit denen du dich unterhalten kannst und halt diese Probleme besprochen, halt diese Thematik, die dieses Spiel halt hat, nämlich halt mit Fremdgehen und so weiter, heiraten und erwachsen werden auch. Und ja, und die Bar war für mich genauso toll in diesem Spiel wie das eigentliche Puzzlespiel. Also das Spiel unterteilt sich ja so auch in diesen zwei Gameplay-Mechaniken. Ich
Und aber wie gesagt, die Bar fand ich so cool. Und ich habe das Spiel auch damals im Sommer gespielt. Was das jetzt auch noch ein bisschen verstärkt hat. Und ja, deswegen. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, naja gut, das ist jetzt Walker kein Feelgood so, weil diese Puzzle-Szenen ja, wie gesagt, sehr stressig sind. Aber Florian, du hast es ja gezockt, ne? Ja, also ich habe ja die Full Full-Body-Version. Body, Musste ja, gerade genau. überlegen, wie diese Version heißt nochmal. Ja. Ja, die Puzzle-Sequenzen, ich hatte ja zu der Zeit letztes Jahr drüber gesprochen. Also die Puzzle-Sequenzen, die haben mich fertig gemacht. Das war für mich absoluter Stress. Tatsächlich zeichnet für mich das Spiel auch nicht so aus. Ist ein sehr interessanter Ansatz, so ist mal was Neues, aber für mich, das hat mich teilweise echt fertig gemacht. Das war so der Negativaspekt. Aber in der Bar und vor allem natürlich auch die gesamte Story, das ist schon das, was mich vorangetrieben hat. In der Bar ist halt auch so cool, du konntest dann da ja, Getränke auswählen, meinetwegen Bier bestellen und dann hat die Kellnerin dir dann noch so extra Ja, Informationen, so unnötiges genau. Wissen über Bier erzählt und so interessante Sachen und so. Das war schon alles ganz geil, also muss man schon sagen. Hat mir sehr gut gefallen und hat zu Recht auch sehr hohe Wertungen und ist auch zu Recht ein Kulttitel, den man so durchaus auch empfehlen kann, wenn man nichts mit Anime und so zu tun hat. Ja, kann man auf jeden Fall zocken. Aber man muss sich im Bewusstsein, neben der wirklich richtig geilen Story, die das ganz viele Enden mitbringt, dass es eben halt auch ja, diese Puzzle-Sequenzen hat und die sind wirklich nicht was für jeden. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Ja, Kevin, du bist dran. Was? Ja. Oh, Kevin, hast du es gemacht? Kennst du das Spiel? Nur namentlich und hab mal Bilder oder Bewegtbild gesehen, aber nicht gespielt. Okay. Dann hau mal deinen raus noch. Hau ihn raus, den Kleinen. Ich finde ihn nicht. Was hab ich nicht? Es ist, also jetzt kommt ihr hier mit Rätsel und Puzzle. Ach komm, Rätsel und Puzzle, da kann ich auch noch einen reinschmeißen. Das ist, wäre sicherlich zur Jugendzeit, als es aktuell war, war es mit Sicherheit kein Feelgood, sondern da war es ein, ich raste aus, wie komme ich hier weiter? Aber jetzt, wir sprechen ja in heutiger Zeit, da weiß man die Rätsel fast noch im Kopf, spielt ganz viel Nostalgie mit und aktuell kommt ja leider nichts mehr so von diesem Helden, nämlich Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das ist einfach nur Das weiß Feelgood, ich weil nicht, das, glaube ja. ich, inzwischen wahrscheinlich, gut, ich will nicht sagen, dass ich jedes Rätsel hundertprozentig im Kopf habe, aber ich weiß Teile und dadurch findet man schon schneller zum Ziel. Und ich glaube, das hat man inzwischen. Ich glaube, ich habe das mal vor, oh, wahrscheinlich auch schon ein ganzes Weilchen ja live gestreamt und war, glaube ich, schon kurz vor Atlantis innerhalb von 2 Stunden oder so. Ich glaube, das hat nicht so fürchterlich viel Spielzeit, wenn man weiß, wie es geht. Dementsprechend fällt das, wenn man das kennt und Point and Click mag, was es übrigens ist, falls für die jüngeren Zuhörer, die das vielleicht schon gar nicht mehr kennen. Wie gesagt, ich denke, ich glaube in 3 Stunden, wenn man sich nicht gerade in Atlantis selbst verirrt, soweit ich mich erinnere, hat man das durch. Und das ist so ein Feelgood-Spiel, weil das Erinnerungen hochruft quasi in früher und